Moin. Oh, jetzt war heute hier eine Wärme, ne? Unfassbar. Moin, Leute. Jetzt schon wieder Moin. eigener Stream hier los. Ich hasse es. Ah, moin, Leute. Ja, Mann. Oh, ich habe heute ein Bild angehängt, falls ihr sehen wollt, wie mein Bild aussieht. Ich habe ja die Splatoon-Poster bekommen. Falls ihr sehen wollt, wie mein Bild aussieht, guckt auf Twitter. Ich sag erstmal moin, Leute, ne? So, wir haben alles hier. So, Diamant haben wir hier. Jan Philipp, Shadow haben wir hier. Neo haben wir hier. Let's Dom haben wir hier. Gamertoad haben wir hier. Je. Liodo. Mario Fan, Roxy, moin. Shelly, moin. Dishan, moin. Kadix2, moin. Dominique, moin. Heike, moin. John Tenny, John. Was habe ich gerade gesagt? Sagen Johnny. Moin. Mr. Toad, moin. Elbato, moin. Sidon, moin. Nice Banana, moin. Oh. Wieder ein harter Tag heute gewesen. Also heute waren hier so 35 Grad oder so. Du Wurst, auch moin an dich hier. Grüß dich. Und ja. Joa, ich habe jetzt ein Splatoon-Poster. Habe ich ja von Nintendo bekommen. Konnte man ja bei Nintendo, bei meinem Nintendo sich gönnen und naja, das habe ich jetzt und da habe ich heute einen Rahmen bekommen durch Amazon, habe ich bestellt und ja, falls ihr sehen wollt, wie mein Rahmen mit dem Saturn-Poster aussieht über mein Bett, guckt auf Twitter, Leute. Maufan, moin, Fomex, moin, Chaosmusik, moin, wow, YouTube hat mich pünktlich um 21:30 informiert über deinen Stream. Nice, Leute. Ja, klappt nicht immer mit dem Informieren, ne? Falls ihr immer den neuen Stream nicht verpassen wollt, ne, aktiviert auf jeden Fall die Glocke. Und na, apropos aktivieren, ich könnte jetzt mal das Mario Maker 2 Level-Einsendungsformular aktivieren. So, ihr könnt jetzt euer Level einsenden. Gönnt euch. Link jetzt im Chat und in der Beschreibung. So. Let's Dom, grüß dich. Hab dein Level noch nicht gespielt. Ja, Leute, spielt gerne mein Level. Ist ein sehr gutes Level geworden. Muss man schon mal. Ja, kann man mal so sagen, ja. Okay. Dauert erstmal 2 Stunden zum Laden. Man kennt's. So. Bowser's On-Off-Block Castle, ne? Ja. Könnt ihr gerne spielen. Und liken. So, Wunsch erfüllt. Was für ein Wunsch. Kommt doch online mehr Spieler, mal gucken. Mal gucken. Erstmal jetzt eure Level. Vielleicht zwischendurch mal so ein paar Runden. Ist jetzt heute nicht besonders geplant, aber kann man machen, ne? Wally oder so. Hi. Pews. Mit einem Z drin, man kennt's. Eingesendet. Nice, lol. Formular könnt ihr, also euer Level könnt ihr in der Beschreibung einsenden. Ganz oben ist der Link. Und dann geht's jetzt gleich los. Und natürlich, ihr müsst im Stream anwesend sein und naja. Alle drei Level ist auch ein VIP-Level, also diese Kanalmitgliedschaft werden und so, ne, falls wir so eine Einsendung heute haben. Ja, und je, Dankeschön fürs Abonnieren, Justin Do X2, willkommen hier bei Nintendo, grüß dich. So, Leute, ich muss einmal ein bisschen scrollen in meinem langen Formular. Naja, ich nutze ja immer noch dasselbe. So, ah ja, da kommen schon die ganzen Einsendungen reingeballert. Los geht's mit Chaos Music. Ah ja. Super Mario Bros. 3. So. Ich mache diesmal sogar in meinem Formular zwei Markierungen. Und zwar mache ich eine Farbe für Level, die ich geschafft habe. Und für andere, eine andere Farbe für Level, die ich wenigstens probiert habe. Kann ich am Ende gucken, wie viel Level ich geschafft habe. Ist das nicht schön? Ich glaube schon. So. Ist ein leichtes Level. Das ist schon mal ganz entspannt. Das kann man sich mal gönnen. Pius! Ja, aber bin ich spammen, Wally? Einmal reicht. Einmal reicht. Level geschickt. Nice. Super Level. Alter, was geht denn jetzt schon ab, ey? Dankeschön. Ja, danke schön fürs Abonnieren hier. Gerade hier erwähnt. Moin. Und auch moin an Kilian. Kilian. Oh, du bist das. Ach. Wie heißt du hier auf YouTube? Ach, du bist der. Ah ja. Leute, wir haben hier gleich ein richtiges Highlight, ne? Das hat mir viel zu wenig Sterne. Leute, das müsst ihr unbedingt mal spielen. Bis zu seine Level haben. Wir haben mal in einem Stream dieses Level gespielt. Einige erinnern sich vielleicht und das war richtig nice. Hat zwar lange gedauert, aber es war toll.
Da freue ich mich jetzt auf das hier. Breath of the Wild. Ich kenne zwar, ich habe das Spiel zwar gespielt, wer hat Breath of the Wild nicht gespielt? Und Tutti Frutti, auch moin an dich hier. Komm auch Level dran. Die im letzten Stream, nee, jedes Mal neu, mein Lieber. Weil es nervig wäre, also so viele Namen aufzurufen, die heute gar nicht da sind. Ne? Kann ja sein. Das geht für alle schneller, wenn wir das immer neu machen. Louis ist... Oh Gott, wieder so ein Bot-Account. Gamertoad, du hast wieder was zu tun. Okay. Welcher Dungeon ist das hier nochmal? Was heißt Dungeon, ne? Vanaboris. Ich kenne die Namen jetzt nicht. Also ich kenne diesen Elefanten-Dungeon vom Wasser. Ich hab das Spiel natürlich durchgespielt, ne? Ist ganz klar. Und dann war mein Spielstand gelöscht. Weil meine Switch kaputt war. Aber ich weiß gerade noch nicht, welcher das jetzt hier genau ist. Vielleicht merke ich das noch. Ich denke mal schon. Ich würde ja fast sagen, weil es das Wüsten-Theme ist. Würde ich einfach mal drauf tippen, es ist das. Der Wüsten-Dungeon. Gab ja keine Dungeon, ne? Halt einfach diese. Vom Boss halt immer, ne? Dieses Rätsel-Ding da und immer. Ich nehme mal an, das ist genau das. Das Kamel. Ah, gut, da habe ich es richtig. Okay, ja. Konnte man am Wüsten-Theme leicht erraten. Donner-Titan. Ah ja, der Wüsten-Dungeon. Jo, jo, jo. Faker, ja, ja. Na, geht's euch gut? Ja, mir geht's gut. Und dir, Kilian? War halt nur ein bisschen heiß. Das war das Einzige, was so ein bisschen belastend war. Donner-Titan, alles klar. Way too nice for you. Moin. Wie geht's? Geil, ich bin in Türkei. Hier ist es übelst kühler. Als ob es in der Türkei kühler ist als bei uns. Ja, moin. Ja, zum Glück kühlt es jetzt in den nächsten Tagen in Hamburg deutlich ab, ne? Bei euch auch, Lex? Nee, Gamertoad? Das wär, ich glaube, ich habe mal gar keinen Bock drauf wieder. Nee, nee, nee. Also, ist eigentlich stabil. Ausnahmsweise. Kommt ja nicht so oft vor. Aber das sehe ich in der Regel auch. Bei OBS. Und wir haben bisher keinen einzigen Frame-Einbruch. Also, das streamen wir auch erst seit 7 Minuten. Ne? Das wäre es ja auch noch, ey. Trotzdem, muss man mal anmerken. Läuft bisher. Gestern ging es ja irgendwann auch wieder. Wipp. Willst du mich verarschen? okay. Was ist jetzt hier? Ah ja, wir haben jetzt hier mehrere Wege. Da kommen wir noch nicht durch. Da kommen wir gar nicht durch. Und auch moin an Champion 03XX. Moin, Servus, moin. Gamertoad abonniert. Ah ja. Alles klar. Jo. Wenn sonst nichts ist. Scheiße. Okay, wir haben nur eine Blume. Wir müssen aufpassen. So wird das nix. Die ist mir viel zu stressig. Ja, ja. Gamertoad. Ja, ja. Immer dieser Gamertoad. Und Samurai Toad, grüß dich. 40 Grad, uff. Ja, bei mir waren es irgendwie so 35 heute ungefähr. Morgen wären es einfach 29. Schon mal angenehm. Ah ja. Ah ja. Okay. Jetzt haben wir schon mal eine Red Coin. Faker, als ob. Ja, moin. Ja, die werden eh wieder von YouTube abgezogen. Das sind dann so immer diese ganzen. Das sind immer diese D-Abos. Das sind halt oft so Fake-Accounts halt einfach. Das sehe ich ja auch meistens. Das, man kann in den Statistiken sehen, was das für D-Abos sind. Und naja. 70% sind gelöschte Konten. Ich glaube, das ist alles, oder? Also entweder ihr werdet alle gelöscht. Oder das sind einfach Bots. Oder beides. Okay. Ah ja, hier ist die nächste. Ah, ich erinnere mich wieder. Ja, ja. Jetzt kommt das Feuer da. Jo. Ja, ist halt schon sehr schön, ne? Alles erkenne ich zwar nicht wieder. Soll ich da jetzt so durch? Ich glaube mal nicht. Schon sehr gefährlich. Ah, ne. Bringt das irgendwas? Nee. Kann ich da unten stehen? Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Jetzt kommen die Dislikes. Ernsthaft? Ja, ich denke mal, ich hoffe mal nicht. Ne? Leute, habt ihr schon den Stream geliked? Wenn nein, liked gerne den Stream.
Damit die Dislikes nicht gewinnen. Zum Glück hatte ich heute frei. Oh, okay, Janja. Vor allem da, wo du arbeiten tust, ist es bestimmt noch wärmer, ne? Wenn ich das jetzt richtig sehe. Ja, ich kill mal alles, was ich finde, ne? War ich jetzt hier schon drin? Ah, ne, da oben war ich, glaube ich, noch nicht. Ich komme mir nicht so ganz klar heute. Ey, was geht da? Moin, Michael und Gamerspot. Bist doch wieder ein Fake-Account. Also ich glaube, dass ich der zweite Account vom Baum rinde. Ah ja. Moin sind gerade erst geliked. Moin Zocker Nintendo, was geht? Morgen letzter, als ob. Morgen letzter Schultag, ja moin. Das geht ja ganz schnell bei dir. Ganz, ganz schnell. Oh ja, Piu, 10 Stunden im heißen... Heißen Gaste mit dir. Heißen Gäste, weiß ich, Gäste meinst du wahrscheinlich. Ui, Franze. Das Level ist ziemlich komplex. Aber mal sowas von. Ich komme hier seelisch noch nicht so ganz klar. Seelisch am Ende. Alter, wie groß ist denn das hier, ey? Ja, willst du mich komplett abkassieren? Brauche ich die Red Coins? Ich denke mal schon, ne? Und, ja, moin, jetzt, ja, diese Lucina, Alter, wer auch immer du bist, such dir bitte Hobbys. Ich habe schon so viel von der gehört, ne? Ich kenne die halt gar nicht. Aber ich kenne die so, was heißt kennen, ne? Ich habe halt ihren Namen so oft gehört, dass sie irgendwie, ich brauche noch einen Powerblock. What? Bruder? Ich blicke gar nichts mehr. Aber mal so gar nicht. Der Titan war ja auch der komplexeste. Ja, ich merk's. Oh. Oh je. Okay, hier oben ist einfach gar nichts. So, jetzt fehlt mir noch eine Red Coin. Was ist hier in der Tür? Wo krieg ich denn den letzten Powerblock her? Lemuas, grüß dich. Und nein, Gamertoad, das sind nicht alles Nicktube-Accounts. Tatsächlich nicht. Warte mal, ich glaube, ich muss da hoch. Ah? Das was? Nö. Aber von da komme ich da hoch. Leute, wir kriegen das hin. Aller Weg ist schwer. iPad, grüß dich. Guten Abend. Wie habt ihr euren Tag heute so verbracht, Leute? Ja, toll. Ah, da ist der letzte Powerblock. Den brauche ich. So. Ja, aber nicht bitte nicht sterben, bitte. Leute, ich bin einfach Premium. Jetzt muss der Premium gerade noch wissen, wo ich jetzt hin muss. Das weiß ich gerade gar nicht mehr. Bin hier komplett überfordert. Yasin! Na, alles fit? Ja, ein bisschen heiß, ne? Aber in Hamburg wird es jetzt den nächsten Tag ein bisschen kühler. Alter, wo muss ich denn jetzt hin, ey? Bruder, ich blicke hier einfach gar nichts mehr. Ah ja, zum Boss. Gibt es jetzt einen Checkpoint? Ich sterbe, das heißt, ja, ich... Puh! Ah, Checkpoint, nice. Hab morgen meinen letzten Schultag, Ehre für dich. Ja, und ich hab morgen, bei mir sind einfach schon vier, oder, ich muss einfach vorstellen, bei mir sind schon 4 Wochen Ferien rum. 4 Wochen. Das fühlt sich an, als wäre ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, eine Woche zu Hause, ne? Das sind 4 Wochen. Ach so. Ah ja, das soll jetzt hier so den Ganon-Boss-Fight so ein bisschen, ne? Sieht das richtig? Ja, jetzt ist wieder der Skillig. Ah ja. Ah ja. Oh Gott. Der Skillig. So, warte mal. So, jetzt ist da oben bestimmt irgendwas, was jetzt hier... Ja, genau. So ein Cooper ist das, glaube ich, ne? Ja. Easy. Ein echt schönes Level. Ja, Leute, könnt ihr gerne auch selber spielen, ne? Der baut echt geile Level. Ja, die Form erkenne ich irgendwoher. Ja, ja, ja. Ja, schön gebaut, ne? Lunox, moin! Breath of the Wild, könnte wieder nicht reden, Alter. Breath of the Wild Titan, genau, Michael. Genau. Oh, hier. Geil. Das ist hier,
Das ist. Ah ja, es sind diese. Ja. Die Bewohner, ja. Moin, bitte nicht bannen. Bin ein Fan. Ah ja. So, dit kriegt natürlich ein Toll, Leute, ist ja ganz klar, ne? Hab Breath of the Wild nie gezockt. Oha, bin mal kurz AFK. Alles klar. Hau rein. Hau rein. Hab ich irgendwas Großes verpasst? Grüße alle Toads. Ja, moin, Yassin, ne? Hugo, moin. Hab morgen letztes Mal Grundschule. Ach, dann kommst du erst in die fünfte? What? Kommst du echt erst in die fünfte? Denkst du, es kommt ein 8-Spieler-Online-Modus? Nee, ich hoffe es nicht. Also mir würden auch schon 3 Gegner reichen. Mir würden auch schon 2 Gegner reichen. Hauptsache, ich habe eine gute Verbindung. Ich brauche da keine 3 Affen, die mich im Level behindern. Geschweige denn 7. Also 3 reichen mir völlig aus. 2 wäre noch besser. Für eine bessere Verbindung. So, Leute, das erste Level haben wir geschafft. Yeah. Noch nach 16 Minuten Stream. Kann man sich mal gönnen. So. Gamer Toad mal. Ja, heute sind die Bots auf jeden Fall wieder am Start, ne? Ja, auf jeden Fall, ey. Was ist das denn hier? Wenn man jetzt mal gucken tut, ja, moin, Alter. Was ist das denn hier, ey? Ja. Läuft auf jeden Fall. Die Bots sind auf jeden Fall am Start wieder. Ja, die werden eh alle wieder abgezogen. Man kennt's. Abonniert mich bitte nicht mit Bots. Oder was heißt Bots? Zweiter Account. Dies bringt's nicht. So, Mr. Frogman. Oder Frogman. Oder hi, irgendwie so. Super Mario Bros. 3 Level. Meld dich einmal im Stream. Mhm. Pius, ich bin immer noch bei deinem neuen Level. Ich komm da nicht mehr weiter, wo der Bowser ist. Warum denn das? Ich kann das Level ja gerne noch her mal spielen. Ah, moin, du bist da. Wunderbar. Ist das der aus Mario Maker, der Frosch? Nee, ne? Ich glaube, Alter, so viele Pius-Markierungen hier im Chat, ey. Eieiei, 8 Spieler sind zu viel, da bricht Nintendo schon zusammen. Ja, ja, Yassin, ja. 2 Gegner würden mir reichen, ne? Alle Bots, sagt Axel Voss. Ja, die CDU-Bots schlagen wieder zu, Leute. Doch bei Pius war sie nicht, oder? Was meinst du? Pius, hättest du mal Bock, mit mir ein Wettrennen im Mario Maker zu machen? Bei den Endless House auf schwer. Kann man machen, jo. Kann man mal machen. Ich hab das auch mal mit YouTube-Kollegen vor. Keine Ahnung, als Beispiel würde mir da der Ready einfallen oder Ripples oder Luri. Kann man mal machen. Je nachdem, was sich da so ergeben tut. So live im Stream wäre eigentlich ganz cool irgendwie. Hätte ich mal richtig Lust drauf, da mal so ein Race zu machen. Ja. Aber wir können es auch mal machen, Kilian. Ich habe es auch gestern Nacht gemacht mit dem guten Nico. Grüße gehen raus an Konizo. Ich habe gewonnen. Da ist auch dieses der Twitter-Skill-Video entstanden, was ihr heute alle als easy abgetan habt, Leute. Ich bin enttäuscht von euch. Das ist genau da entstanden. Yeah. Pius! Gamertoll, warum löscht du das? Wie geht's dir? Ist dir warm? War das ein Fake-Account? Gamertoll, warum hast du das gelöscht? Ist jetzt nicht gebraucht. So, on-off, Cooper, pass auf jeden Fall. Moin auch an Juli hier. Ja, Pius kann man mal machen als Begrüßung, Gamertoll. Das ist kein Problem. Snailbob, grüß dich. Grüß dich. So, zweites Level, Leute. Los geht's. Einsenden könnt ihr euer Level in der Beschreibung und jetzt im Chat. Okay. Oh Gott. Ah ja. Ja, das haben wir gut gelöst. Hallo Tobi, grüß dich. Wir sind alle Bots, genau. Wir sind alle Bots. Ja, netter Beginn, ne? Netter Beginn. Und Neo auch hi an dich. Wenn ich dich noch nicht begrüßt habe, weiß ich gerade nicht. Ja, uff. Okay, wie soll das jetzt hier laufen? Ähm.
Achso, ich muss den so lange auf dem Laufband behalten, bis der... bis dieser Schlangenblock am Start ist, ne? Sehe ich das richtig? Ja, ja. Oh, der ist ja so schnell da drüben, ey. Der ist ja sowas von schnell. Der muss ja... Es wirkt ja so, als er zum Magus muss. Ich hab doch direkt gedruckt. Belastend. Belastend. Also gleich reiße ich hier die Bude ab, ne? Das triggert mich hier gerade, ne? Vor allem das Laufband ist so scheiße. Willst du mich komplett abkassieren? Stellt denn der sich das vor? Alter. Hm? Ich guck mal, wo der Schlangenbock jetzt überhaupt lang geht. Ja. Der geht genauso wie erwartet. What? Pius ist eiskalt. What? Wo ist sie bitte eiskalt? Also wo? Na, die Stelle ist irgendwie echt kacke. Hä? Eingesendet? Nice. Ist Pius mit 3U eine Beleidigung? Nee, warum? Ich krieg den jetzt gar nicht mehr hin hier. Das ist die schwierigste Stelle vom Level. Ja, ich merke das. Sehen wir da gar nichts. Wie? Da musst du ja mega schnell drücken. Alter. Ja, trotzdem ist das hier ziemlich krank. Wenn du einfach wild drücken tust, bringt dir das auch nichts im Leben. Alter, willst du mich verarschen? JM, grüß dich. Moin. Ja, ich probiere das jetzt nochmal, keine Ahnung, 2 Minuten und eine Minute oder so. Aber ich sehe jetzt hier irgendwie nicht so viel Hoffnung. Irgendwie läuft das nicht. Ich komme hier nie weiter. Warten bis zum Anschlag. Du meinst jetzt, bevor er fast runterfällt? Ja, das geht aber so schnell, Alter. Brauchst Training, ja. In On-Off-Block mit Laufbändern auf jeden Fall. Den kriegst du nicht. Spin-Jump? Wo soll mir hier ein Spin-Jump helfen? Ah, jetzt, ja, ich weiß, jetzt weiß ich, was du mit bis zum Auslauf meinst. Eben hätte ich auf jeden Fall noch warten können. Ja, ja. Nee, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht mal ein Toll geben, ja moin. Den krieg ich nicht gebacken, Leute. Das ist zu viel für mich hier. Am heißen Tag. Das ist zu viel für mich hier. Das kriege ich nicht geschissen, Leute. Irgendwie zu belastend. Alola, Bios, alles heiß heute. Ach, ja, Hammer, Bro. Und, ja, hab doch einen Gamer Toad, Alter. Ich hab hier einfach eine riesen Apfelschollen, Apfelflasche heute, ne? Ein riesen Ding, ey. Richtig geil. Richtig toll. So. Gut, das Level habe ich nicht geschissen bekommen. Deswegen markiere ich das jetzt rot und alle Level, die ich schaffe, markiere ich gelb. Mhm. Wollen wir mal sehen, ob am Ende meine Quote an Leveln, die ich geschafft habe, größer ist als die, die ich nicht geschafft habe. Ich hoffe es. So, als nächstes ist Moonshield dran mit einem Super Mario 3D Level. Meld dich einmal kurz im Chat, dann ist dein Level dran. Junge. Inwiefern Fake? Hä? Ja, Fakes sind auf jeden Fall wieder am Start heute. Dann kommt wieder ein Gewinnspiel. Das kommt, wenn es kommt, also. Millionär bin ich jetzt auch nicht. Und dann ja, ihr müsst das immer mal so richtig verstehen, ne? Die meisten Gewinnspiele von YouTubern, zum Beispiel NerdOver News oder Nintendo, was heißt die meisten? Die haben die alle nicht selber gekauft, ne? Die kriegen die alle von Nintendo. Naja, ich bin jetzt nicht so ein Typ, der irgendwie alle 3 Minuten jetzt Nintendo anfragt, um ein Gewinnspiel zu machen. Könnte ich vielleicht machen. Weiß ich nicht. Mache ich jetzt nicht. Also die bezahlen die auch nicht selber, ne? Und die haben noch ein bisschen mehr Geld auf dem Bankkonto als ich. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, kann man mal so sagen. So, war der Moonshield jetzt eigentlich da? Habt ihr jetzt gerade nicht gesehen? Oder manche sind fake? Ja, aber nicht in Nintendo-Szene. Nee, nee.
Nintendo-Szene, da habe ich noch nie ein Fake-Gewinnspiel gesehen. Also, ich kenne da keins. Moonshield ist da, nice, er ist da, wunderbar. So, erstes 3D-World-Level für heute. Sebi, Y, JN, 8, X. Oh, jetzt kommt gerade eine schöne Brise von draußen. Hab das Fenster offen, Leute. Kommt eine schöne Brise von draußen. Sehr, sehr schön. So, Leute. Bin da erst. Ja, habe ich schon gelesen. Danach wird genau das dritte Level ist wieder ein VIP-Level. Blocks and Pipes. Ah ja. Und es gibt eine Zielbedingung. Uiuiuiui. Level werden nur gespielt, wenn man da ist. Genau. Genau. So. Sammle alle 50er mit. Sind 5. Okay. Da haben wir viel zu tun. Vielleicht hier unten. Hier unten ist nichts. Okay. Da hätte man gleich eine. Daumen hoch, Katzbold, moin. Da hätte man gleich eine Münze platzieren können, eigentlich. Ja, und die Pflanze hat mich erstmal geil gekillt. Daumen hoch, Leute. Apropos Daumen hoch, freut ihr alle schon auf auf das neue Katja-Lied? Heute um 23:59 Uhr, Leute. Bin gespannt, was es diesmal wird. Jeder kennt da Dagi, glaube ich. Das kennt da wirklich jeder. Neues Lied von der, ey. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Uff. Ja, Mann. Bin's Glück. Da oben kann ich hoch. Das wird so nix. Da bin ich ein bisschen zu weit. Ein bisschen zu weit. Esse jetzt Mang. Magnum. Ah ja, Magnum Amnel. Oh, geil. Hätte heute auch schon Eis. Ein Eis am Tag muss mindestens sein. Morgen ist eh Gönnungstag. Bin morgen auf dem Geburtstag. Ja, morgen, also morgen volles Programm, Leute. Aber morgen Video wahrscheinlich hochladen und für mittags veröffentlichen. Dann fahre ich noch in die Stadt. Und dann am Nachmittag zu einem Geburtstag. Also morgen volles Programm. Ja, so kommt er jetzt bitte mal raus hier. Als ob. Als ob. Als ob ich da jetzt nicht hochgekommen bin. Hat Helene Fischer dich abonniert? Ich hoffe es. Ich hoffe es. Unsere gute Helene. Helene. Ja, ich würde sagen, bei der ersten Coin läuft das schon wieder richtig geil. Kannst du bitte da hochgehen jetzt? Hallo. Dankeschön. Uff, ja. Uff. Trinkst du Wodka? Nee. Nee, nee, nee. So. Trampoline. Nehmen jetzt ein bisschen Anlauf. Und der dreht einfach um, ey. Der dreht einfach um. Immer diese 50er-Coins, die ich sammeln muss. Wie soll ich da hoch? Ich verstehe bis heute nicht, wie ich da hochkommen soll. Wenn ein Trampolin ist, ist. Alter! Willst du mich komplett abkassieren? Wenn ein Trampolin ist, ist es da echt nicht so leicht, hochzukommen. Gehst du da jetzt nach hoch? Ist der eingeschränkt? Oh Mann. Trinkst du hartes Zeug? Ja. Apfelsaft. Ja, Mann. Ja, Mann. So, warte mal, ich probiere jetzt mal was anderes. So wird das auch nix. Komm her jetzt. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich komme da nicht hoch. Ich kann da machen, was ich will. Ich kann auch erstmal zum Penny fahren. Das ändert auch nichts. Das ändert einfach nichts. Erstmal zu Penny bringt da auch nichts mehr. So, das war jetzt die beste Werbung, die ich einbinden konnte. Penny, bitte. Donation Link ist in der Beschreibung. Wisst Bescheid. So, komm mal rein jetzt hier. Ich komme da nicht weiter. Endlich! Boah! Hat ja. Hallo!
Ey, das ist ja noch mehr UFO als gedacht, ey. Ich drück UFO auf meinen Stream Deck, da kommt einfach ein Aufrufezeichen Arrow. Das ist mich komplett verarschen. Was ist denn jetzt mit dem UFO passiert? So kann ich nicht arbeiten, ne? So kann ich nicht arbeiten. Was ist denn jetzt hier los? Was hat denn der jetzt mit meinem UF gemacht? Hab ich jetzt außer... Ich hab den Ordner gelöscht. Ich hab den Ordner gelöscht. Schreibt bitte alle UF in den Chat. Ich hab einfach den Ordner gelöscht. Der Tod ist noch da. Oh Gott. So, jetzt haben wir das UF-Limit für den heutigen Stream auch erreicht. Wunderbar. Noch mehr UF wird es heute nicht geben. Alter, wird sie nicht komplett. Jetzt sterbe ich schon an der Maus, ne? Jetzt sterbe ich schon an meiner Windows 95 Maus, ey. Ich kipp um, ey. Also manchmal ist halt echt Ende wieder, ne? Manchmal ist wieder Schicht im Schacht. Alter Schwede, ey. Einfach nur UF, ja, völlig. Völliges Versagen heute schon wieder hier. Völlig Ende. So, jetzt kommst du da mal hoch, ne? So. Im letzten Moment. Geht doch. Das ist geil, was du willst. So, jetzt machst du bitte keinen Scheiß, soll ich einen Bandsprung, Weitsprung machen? Ich spring ganz normal. Okay. Okay. Oh nö. Zuerst mal kurz im Chat schauen. Du sagst zwar erstmal zu Penny, aber die lohnt sich. Ah ja, lol. Sehe ich auch so. Let's Play mal Roadblocks. Das habe ich mal gehört, aber. Ich mache ja keine Let's Plays, ne? Wir sind Streams. Ach, bitte erlöse mich. Bitte, bitte, bitte. Lol. Todiger Gott. Ich erhebe mich von dir. Du bist ja wirklich der King. Ja, Mann. Wo ist der hin? mein Gebot wurde ja schneller erhöht, als ich dachte, ey. Ja. Das läuft. So, jetzt nur noch hier durchkommen, irgendwie in dem Saft. Jo. Jo. Mach Abriss. Jo. Jo. Jo, Alter. Ich mach das ganz entspannt, ne? Ich mach das ganz. La la la. Da muss ich ran. Muss ich das auch noch schaffen? Muss ich das auch noch schaffen? Wenn ja, dann Betrug, ne? Hä? Es gab keinen Checkpoint. Ich raste aus. Ich raste aus hier, ey. Was ist das hier? Und da ist wieder so ein Punkt angekommen, wo ich mir denke, Bruder, 5 Red Coins hätten es auch gebracht. Anstatt Münzen. Weil wenn du einen Red Coin setzen tust, kannst du immer noch Checkpoints setzen, Leute. Ich glaube, das ist hier irgendwie so eine Weltweisheit, die irgendwo nur in den geheimen NSA-Akten steht. Anders kann ich mir das hier nicht erklären. Anders kann ich mir das hier auch nicht erklären. Komm mal ran jetzt hier. Hier ist der Penny. 10% Rabatt. Ja, ich sehe schon, das ist ein Bio-Einkäufer. Ich merke das schon, ja. Ja, ja. So, komm hier, Bio-Rabatt. Komm ran. Hallo! Ich wollt ihr mich eigentlich verarschen hier, ey? Was ist das jetzt hier? Ist jetzt hier, YouTube-Interview oder was? Kommt jetzt hier Dagi B? Ey, ihr wollt mich alle komplett abkassieren, hä? Pah! Kommt der denn jetzt hier? Oh, ist schon wieder geil hier. Oh, ist schon wieder geil hier. Ja, ja. Ja, ja. Ich kipp schon wieder um, ey. Heute schon wieder. Uff. Ah, uff. Eieiei. Oh, Leute, ey. Das ist schon wieder lustig hier. Ich gebe dir leider noch 2 Tries, würde ich sagen. Das dauert ein bisschen zu lang hier. Der ganze Kack. Kack jetzt mal in Klammern, Leute. Ist ja ganz klar. So, jetzt komm mal ran hier. So, jetzt kommst du zu Papa.
Kriegst du den extra Lutscher? So. Er will ihn haben, Leute. Ich spüre es. Ich spüre es. So's. Hier gibt es auch keinen Pilz, ne? Ich werde ja echt gespart an jeder Ecke. So, jetzt müssen wir wieder beten an den heiligen Toadgott. Komm. Hallo. Die Erlösung. Hallo. Jetzt geht hier gar nichts mehr. Hallo. Geh doch. Das, ja, das klappt alles nur einmal hier. Ja, ja. Dankeschön an, für nichts. Danke dafür, Alblali. So, gehen wir halt ohne weiter. So, ich trinke jetzt mal was. Leute, Daumen hoch für diesen Skill. Oh, schöner geil euch hier. Daumen hoch, Leute. Och Gottchen. Ey, ich finde das Level bisher richtig geil. Da könnte man echt mal so ein Stream-Highlight draus machen. Ich finde das echt richtig lustig hier, ne? Obwohl es einfach so traurig ist, was hier abläuft. Ich finde es trotzdem ziemlich lustig. Ich kann da selber. Muss los. Ich kann da selber echt gut drüber lachen, ey. Oh, jetzt sind die schon wieder beim YouTuber-Treffen. Hallo. Ah, ich wollte mich alle komplett abkassieren hier, ne? Kann ich das resetten? Ja, vielleicht wenn wir nochmal zurück zum Kick gehen. So, nochmal neu hier rein hier. Da sind die Mäuse am produzieren. So. Wie sieht's aus? Ah ja. Ferntreffen zu Ende. Da hatte die Ducky wohl nach 2 Minuten keinen Bock mehr. Gut. Okay. Okay. So, wir machen das alles Ganze. Ja, genau. So, bitte Erlösung. Ja, die Erlösung hilft auch nichts mehr. Dann gehe ich einfach so weiter. Tschüss. So, diesmal trifft mich der. Ja, hau rein. War schön mit dir. War schön mit dir. Ich renne jetzt hier durch. Easy. So, wie schnell soll ich das jetzt hier machen, ey? Jetzt mich komplett abkassieren. Hä? Nee. Geistesgestört. Nee, war ehrlich jetzt. Hä? Buddy, moin. Nö. Da ist nicht. Ja, uff. Also so schnell muss man da erstmal durchkommen, ne? Also, Lukas. Ich hab hier nicht Düsenjet hier an meinem Toadpo. Das kannst du dir so nicht vorstellen hier. Das geht so gar nicht. Das dritte Level haben wir nicht geschafft, Leute. Ja. Sehr belastend, ich weiß. Deine Toads sind immer die besten, ja. So, Leute, jetzt ist ein VIP-Level dran und zwar von Roxam. Bist du noch da? Ja, ist er. So. Mario Bros. You. Ja, Mann. Trotzdem war es gerade echt lustig. Muss schnell sein. Ja, ein bisschen zu schnell, ne? Ja, ja. Ich war ja schon schnell unterwegs. Das war auf jeden Fall ziemlich lustig in dem Level. Kann man nicht abstreiten. Gab gute Fails. Ja. Ja, ja, ja. Trinkst du Pilz in der Bier? Nee, Apfelsaft. Toadpo, ja. So, DKC 2, Parrot, Panic. Ah ja. Jetzt kommen die Piraten, Leute. Wo ist Alp, wenn man ihn braucht? Da habe ich gestern Geld gespendet für seine Berlin-Wohnung. 5 Euro für 3 Minuten oder so. Ja. So. Kommt da was raus? Da können wir rein. Eier. 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 Deine Deaths sind zu legendär. Ja, sind schon geil, ne? Die sind schon geil. Oh, ein Österreicher, ich küsse deine Augen. Ja, hier gibt es viele Österreicher. Der Gamertoad zum Beispiel, der Admin hier.
Auch aus Österreich. Es sind viele Österreicher. Gefühlt ist hier halb Österreich, ne? Ich weiß auch nicht. Nachdem da der kurz weg musste, sind die alle kurz bei mir angekommen. Also dann kann ich mir das auch nicht erklären. Anscheinend macht der Kurz keine kurzen Livestreams mehr. Und anscheinend wollte der Cooper ganz kurz mal wieder ganz kurz raus. Aber ich wollte ihn einmal ganz kurz wieder mitnehmen. Komm mal ganz kurz her. Ist der jetzt schon kurz los oder was? Dann musst du noch mal kurz zu Penny. Anders kann ich mir das ganz kurz nicht erklären hier. Ah, da hier ist schon der Checkpoint. Das Level ist anscheinend ziemlich kurz eigentlich. Okay. Ja, der Monty hat auch nur kurz gelebt. Genauso wie mein Pilz, der ist auch schon wieder weg. Dafür haben wir jetzt kurz den Yoshi am Start. Hallo Yoshi. Wie geht's denn so? Ah, ganz angenehm hier auf jeden Fall. Viel Zeit haben wir auch nicht mehr. Wir müssen mal ganz schnell weiter hier. Kurz noch die Münzen ansammeln. Ja, wunderbar. Wunderbar. Oh, das Level war ja echt ziemlich kurz, Leute. Wow. Kurzer Dislike in dem an. Kurz und knackig. Ja, das könnte man mal so unterschreiben, ne? Ja. Das war ganz kurz und knackig. Ja, war schön, ne? Kurz und knackig. Wie die Regierung von Sebastian Kurz. Grüße gehen raus. So. Haben das kurze Level ganz schnell geschafft. Nice. Wir machen weiter mit dem Level von Shelly TT. Bist noch da, wenn ihr... Will ich einmal kurz im Stream. Ja, uff, ey. Erstmal kurz was trinken. Eieiei. Bin hier. Nice. So. Der Stream ist schon wieder hier ganz amüsant heute. Tschüss, hau rein. Schön, dass du da warst. So. TK2. WQ. H N 1 H Je. Habt ihr denn so im Chat noch geschrieben hier? So habe ich das nicht gemeint. Was denn? Ich glaube, hier ist auch ein kurzen. Ja, klar. Bin hier. Hast du den Storm-Modus fertig? Jo. Zwar nicht 100%, aber doch. Ich habe alle Level gespielt. Aber halt noch diese Toadette-Kunstwerke. Ja. Kommt wieder ein Reaction-Stream. Also Reaction-Stream haben wir noch nie gemacht. Aber ich habe mal wieder vor, beziehungsweise ich habe vor, mein allererstes YouTube-Video zu reacten. Als Video. Wird kommen. Mal gucken, wann. Habe ich auf jeden Fall vor. Habt ihr da Bock drauf, Leute? Schreibt jetzt in den Chat. Habt ihr da Bock drauf? Ja oder nein? Ja. Sternchen, grüß dich. Kurzwerke, ja. Jump Tower Challenge. Ich hoffe, es ist auch ganz kurz. Jump Tower Challenge, ja. Herzlichen Glückwunsch. Vielleicht gibt es bald nicht mehr Mario Luigi, sondern Toad und Toadette. Für was? Pius braucht was kurz zu trinken. Jo. So, was steht da? Hallo. Oh, ich hasse es, die Kommentare mal so kurz weggehen. Freak you. Ah ja, ich dachte, da steht was anderes. Mario Sunshine Musik. Du. Ja, geiler Beginn. Jägermeister hilft. Geiler Beginn. Also. Oh. Ich hasse es mit diesem Trampolin, ey. Dass ich die immer als Rückprallring benutzen muss. Ja, moin. Da krieg ich schon Flashbacks an Spocklin Level. Aber keine guten. Was soll das hier werden? Ah ja. Wäre toll, wenn du wieder ein Mario Kart 8 Turnier machst. Wird es demnächst geben. Und zwar möchte ich, der Sieger vom Mario Kart 8 Turnier soll mal einen Preis kriegen. Also jetzt Preis mal in Klammern. Eine exklusive Mario Kart 8 Deluxe Discord-Rolle. Mhm. Für den Sieger. Also Leute, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Link jetzt im Chat. Gönnt euch. So. Ja gut, hier geht's erstmal entspannt weiter, würde ich sagen. Das sollte selbst ich hinkriegen. Sieht jetzt nicht so schwer aus. Wäre das jetzt mit Eisblöcken, wäre das ein ganz anderes Thema. Was ist dein Lieblings-Mauerkarte? Mauerkarte 8 Deluxe. Oh Gott. Wir sind zum Glück klein.
Das erleichtert. Oh, ich bin weitergekommen als gedacht. Ja, das war es an dieser Stelle mal wieder komplett. Ja. Ich sollte am besten meinen Mund halten. Dann kann. Sowas. Ja, jetzt haben wir es, ne? Jo. Jetzt geht hier gar nichts mehr. Ey, willst du mir eigentlich komplett abkassieren? YouTube Toady, grüß dich. Karma, ja. Ich kann halt nicht mal mehr Uf machen über das Stream Deck, ne? Es geht halt gar nichts hier wieder heute. Schon wieder ziemlich Uf. Ey, willst du mich abkassieren? Anscheinend habe ich bei Penny nicht richtig bezahlt. Deswegen wollen die mich jetzt hier abkassieren. Ey. Junge. Ey! Ja, Leute. Lehnt euch zurück. Gönnt euch Magnum-Eis. Ein kurzes Magnum-Eis. Hallo! 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 Hochwertiger YouTube-Skill-Content, ja, immer. Immer. Allalal! Ja, Mann. Es geht voran hier. Knackig. Alter. Dafür das im First Try. Lemanus. Was hab ich gerade gesagt? Lemuas, moin. Leute, Daumen hoch, ne? Daumen hoch. Bei mir läuft wieder richtig. Und spendet mir eure 3 Millionen. Dankeschön. Oh, da ist schon das Ziel. Na gut, ich habe auch nicht mehr viel Zeit, ne? Sehe ich gerade. Muss los. Muss los. Oh nein, da kommt noch was. Oh nee. Kurzer Skill, genau. Genau. Oh nein, Rückfallringe. Haha, lustig. Nix auslachen hier. Bin hier der King. Also bisher bin ich mit meinem Skill eigentlich zufrieden. Also klar, an einer Ecke war es ein bisschen belastend, aber insgesamt lief das doch eigentlich ganz gut. Kann man ja auch Deluxe spenden, ja immer, ne? Deluxe. Ich kann mir übrigens noch was über PayPal spenden, und zwar über Taipi, Leute. Ja, krass, ne? Ich hab hier krasse Sachen aktiviert, ey. Titty 11x2, moin. Moin, servus, moin. So, wir haben Feli auch zerstört. Bis sie sein Level geschafft. So, Dishan, diesmal sogar ein bisschen später dran. Nicht der erste, auch nicht der zweite, auch nicht der dritte. Du bist heute einfach das fünfte. Nee. Doch, das fünfte Level. Dishan, bist du da? Wenn ja, bist du auch heute wieder da, ne? Genau, Dishan. Toad, genau. Hi, hi. Grüß dich. Grüß dich. Moin, moin, moin. So, Mario Bros. U. Kann das sein, dass du immer Mario Bros. U baust? Habe ich auf der Wii U-Version damals immer. Da habe ich irgendwann, und jetzt hier in Mario Maker 2, baue ich hier immer 3D-Hit-Level auf den Demenz. So. So, Leute. Kurzer Applaus, ja. Was machen Bomben in World Trade Center? Hochgehen. Lustig, lustig, tralalala. Das Ziel ist weg. Oh, du mit deinem Ziel ist weg. Alter, willst du ja nicht komplett abkassieren hier? Hattest du schon mal nach mir gefragt? Nee. Heute zumindest nicht. Machst du natürlich Mario Kart 8 Deluxe. Also, die Wii U-Version spiele ich bestimmt nicht freiwillig. Macht überhaupt keinen Sinn. Ich will schon Deluxe. Vor allem hat jetzt inzwischen fast jeder eine Switch. Also, mal ganz ehrlich. Inzwischen hat er fast wieder, wirklich jeder fast eine Switch. Also ich kenne ja kaum Wii U-Nutzer, der keine Switch hat. Wenn, dann eher andersrum.
Wenn, dann eher andersrum. Splatoon hat ja wenigstens noch einen Reiz, Splatoon 1 zu spielen auf der Wii U, aber bei Mario Kart 8 gibt es keinen Reiz, den Wii U-Teil zu spielen. Absolut nicht. Oh, Gottchen. Soll ich das ja nicht machen? Ah ja. Was brauche ich? Ah. Na super. Brauche ich die Red Coins? Ich hoffe nicht. Ich hasse Schule. Boah, gibt Schöneres, ne? Ja, das war auch nicht so schön. Zock, die Wii U sind am 1. April. Das ist ja auch jetzt nicht so krass. Das ist ja auch nicht so krass. Da mache ich lieber ein Video. Ich lösche meinen Kanal. Das ist ja innovativ, habe ich gedacht. Jetzt bin ich eigentlich komplett abkassiert. Was ist das denn schon wieder hier? Doch, Wii U hat nur ein Item. Ist also wesentlich skilliger als Switch. Ist aber auch nerviger. Du kannst nämlich weniger Items als ersten bunkern. Ich mag es nämlich, Items zu bunkern. Oh, das ist doof. Ich mag es, Items zu bunkern. 5 Dislikes. Ach, wir hatten ein paar Bots vorhin, Lukas. Gar kein Problem. Ja, das hier, wie ich mich anstelle, ist aber langsam ein Problem. Weil so wird das hier nichts. So, schon wieder ein X2 hier. Wo ist mein TT? Team Toad, Leute. Wird Team Toad in euer Level ein. Dann gibt's... Nee. Was ist jetzt los? Ich kacke hier komplett ab, ey. Jetzt ist hier wieder Ende. So, ist das so schwer? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, das war jetzt wieder... Brauche ich jetzt die Münzen? Die schon. Konzentriere dich, das Level ist schwer. Die roten Münzen sind extra. Okay. Gut. Das beruhigt mich wenigstens. Dann brauche ich wenigstens die roten Münzen nicht. Das macht... Ich bin da nicht. Ich renne da ganz normal rüber. Hau rein, Wurst. Tschüss. So. Skill ist auf jeden Fall heute wieder vorhanden. Ja, eben haben wir uns ja gut angestellt. Das letzte Level, das lief ja Deluxe-mäßig. Oh Gott. Es wird gut. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ah, das wird gut. Ja, hier verwirren mich halt irgendwie die Münzen. Irgendwie. Ich kack da und springe da einfach auf die Notenblöcke. Hier sind die Münzen nicht so, wie ich da springen würde. Das macht mich ein bisschen fertig. Keine Ahnung, warum soll ich da extra... Oh Mann! So Speedrun-Level sind ja eh nicht so mein Geschmack. Mag ich nicht so. Ich mag lieber ganz normale Jump'n'Runs, Leute. Oh, Skill. Geh da hoch! Und was ist das denn hier? Ist eigentlich gestört? Oh, was ist das denn für eine eklige Stelle? Mal ganz ehrlich. Boah. Also ich finde deine Notenblöcke eh schon furchtbar. Aus so welchen Gründen. Und dann das auch noch. Nur springen, wenn ein Abstand da ist. Okay. Boah, das ist eigentlich selbstverständlich. Ich bin gesprungen. Warum werden Speedrun-Level aber so gefeiert? Von der breiten Masse, ja. Von mir jetzt nicht so. Weiß nicht. Mögen die Leute... Alter, willst du mich eigentlich verarschen hier? Mögen die Leute anscheinend sehr gerne. Ich jetzt nicht so. Ich mag da lieber... Bei Notenblöcken muss ich los. Ich auch. Ich auch. Aber sowas von. So. Ha! Skill. Okay. Ja, ein Pilz wäre jetzt eigentlich ganz geil gewesen, aber den gibt es ja erst nach dem Raum. Warte mal. Warte mal. Nee, schade. Ich dachte, ich komme hoch genug, um halt einfach gekonnt an der Wand einen Wandsprung zu machen, um einfach den Kack da zu skippen. Leider geht das nicht.
Wie kriege ich das Level auch nicht geschissen? Und die Stelle ist echt assi, also mal ganz ehrlich jetzt hier, ne? Da musst du halt schon üben, dass du da durchkommst, vernünftig. Checkpoint gibt es natürlich nicht, ist ein Speedrun-Level, das ist mir schon klar. Gott. Muss ein bisschen leichter springen. Nee, das schaffe ich nicht. Das kriege ich nicht gebacken. Ja, war ganz nett. Aber die Stelle hätte jetzt nicht sein müssen. Nee. Die Stelle hätte jetzt nicht sein müssen. Aber merkt, warum sie nicht mag's. Ja. Dezent. Das Ziel ist weg. Wieso eigentlich schon wieder weg, das Ziel? Ist da wieder ein Kamek? Der einzige Reiz, wo Pius hat, ist Wirkreiz auf jeden Fall. Machst du auch ein MK8, MK7 Turnier? Nee. Warum? Gibt doch nur einen Sieger. Und den gibt's in Mario Kart 8 Deluxe. Ja, vor allem, weil Mario Kart 7, das kann ich zum einen nicht aufnehmen, weil keine 3DS Capture Card. Zum anderen, wer spielt bitte noch Mario Kart 7? Und dritter Punkt. Mario Kart 7 fand ich unangenehm. Ich weiß nicht, war ich der Einzige? Ich konnte Mario Kart 7 nicht lange spielen. Mir tat irgendwann einfach die Hände weh. Wenn du den 3DS in der Hand hast und diese billigen Tasten da, also der 3DS ist einfach billig verarbeitet, muss man mal so sagen. Hat irgendwann nach einer Zeit einfach die Hände weh getan. Weil du immer A drücken musst, glaube ich. Also immer gedruckt halten. Dann musst du das Item musst du noch halten, wenn du halt ein Item hast. So, Deutsch bitte. Und irgendwie hat mir dann halt Zeit immer die Hände wehgetan. Deswegen habe ich Mario Kart 7 nie wirklich groß gespielt. Weiß nicht. Hey Pius, kannst du sagen, wenn mein Level kommt, muss gleich schlafen, leider. Das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil die Liste ist schon wieder. Boah, die hatten auf jeden Fall wieder eine Länge. Also ich mochte einfach eben unglaublich gern. Ja gut, es war halt jetzt so, es war, ja gut, das Spiel selber ist gut. Aber ich mochte es auf dem 3DS nicht so sehr, weiß nicht. Also, da habe ich lieber Mario Kart Wii gespielt. Oder Mario Kart, selbst Mario Kart DS war irgendwie angenehmer, weiß auch nicht. Welches Wii U Online Game würdest du noch zocken? Gar keins. Ich spiele ja nicht mal sonst ein Wii U Spiel. Bin froh, dass jedes Spiel auf der Switch ist, Alter. Ich mache das Gamepad an, ne? Grünen Akku, ne? Also Akku aufgeladen. Nach 2 Minuten ist das Game schon mal rot. Das Gamepad ist schon mal rot nach 2 Minuten. Also, ne? Ich starte die Konsole. Akku stand grün. Nach 2 Minuten rot. Nochmal 2 Minuten später blinkt's. Nochmal 2 Minuten später ist das Ding aus. Das Ding ist immer am Kabel. Gar keinen Bock drauf. Absolut nicht. Bin froh, dass jedes Wii U-Spiel inzwischen fast, also fast jedes Wii U-Spiel, was irgendwie relevant ist, inzwischen geportet wurde für die Switch. Das ist deutlich angenehmer. Ich nehme das Ding aus dem Dock raus, kann überall spielen. Nee. Nee. Das einzige Spiel, wofür ich meine Wii U überhaupt noch stehen habe hier, ist für 3D World. Sonst wäre die schon längst abgebaut und, keine Ahnung, Keller oder so. 3D World ist das einzige Spiel, da möchte ich noch unbedingt einen Port haben, ne? 3D World, einen Port, bitte, bitte, bitte. Aber dann, ne? Dann kann die raus. Dann, ne? Er ist halt in die Tür und dann ist Ende. So, apropos Ende, oder beziehungsweise nicht Ende, wir machen weiter das nächste Level hier. Jan Philipp, hab dich gerade im Chat gesehen, dein Level ist dran. Und zwar ein Mario World Level. Ah ja. So's. Aber ganz ehrlich, nee, ich hab auf die Wii U keine Lust. Ich brauche mal 2 Stunden zum Starten auch und. Also das, gut, um auf deine Frage einzugehen, Spiel mit dem Online-Games. Welches Game würdest du noch spielen? Ja, Splatoon 1, ne? Aber das würde mal komplett in Klammer. Also einmal, keine Ahnung, mal irgendeinen Stream noch zu machen, bevor die Server abgeschaltet werden, irgendwann mal. Bin eh mal gespannt, wann werden die Server abgeschaltet, Leute? Was denkt ihr? Schreibt mir gerne mal eure Schätzung in die Kommentare, in den Chat hier. Wann werden die Server abgeschaltet? Also meist, also bevor ihr schreiben tut, meistens ja werden solche Ankündigungen mindestens ein Jahr früher gemacht. Also die würden jetzt zum Beispiel ankündigen,
Dezember 2020 ist Ende, als Beispiel. Mindestens ein Jahr früher. Deswegen, irgendwann werden die es abschalten. Nie, doch, doch. Ihr labert zwar immer alle so, oder es ist auch korrekt, dass Nintendo keine Spielserver hat. Aber die Verbindung, also in der Lobby, auch in Splatoon 2, in Splatoon 1, überall, die Lobby ist immer mit einem Server, weil sonst funktioniert das gar nicht. Ihr müsst euch ja erstmal verbinden. Also, ne? Wenn ich jetzt online gehe, muss ich mich mit den anderen 7 Spielern ja erstmal verbinden, damit es losgehen kann. Die Runde ist zwar Peer-to-Peer, also alle tauschen sich gegenseitig aus das Internet, aber die Lobby läuft über einen Server. Und den können sie abschalten. Und dann können wir nicht mehr spielen. Deswegen kann man ja auch Mario Kart Wii nicht mehr regulär online spielen, weil auch dort die Lobby-Server abgeschaltet sind. Ja. Immer 5 Jahre später, du meinst nach der neuen Konsole, was heißt immer, ne? Nintendo ist die erste Spielefirma, die Server abschalten tut. Die Nintendo Wii war die erste Spielekonsole, die die Server abgeschaltet bekommen hat. Also immer kann hier wirklich nicht die Rede sein, Gamertaut, wenn es bisher einmal so war und das nach 2 Jahren Wii U Launch. Also ich weiß nicht, wo du da diese Zahl her haben willst, aber die ist nicht korrekt. Lies doch endlich meine Nachricht. Ja, was denn? Bei meinem Level musst du am Start direkt nach dem Fall auf die Objekte im Hintergrund achten. Wichtig. Was? Oh Gott, schon wieder über so ein Rätsel-Level. Uff. Was für ein Ding? Bei meinem Level musst du am Anfang Start direkt nach dem Fall. Nach welchem Fall? Nach dem da am Anfang oder? Im Hintergrund, ja, hier ist eine Uhr. Da ist ein Pilz, da ist eine Lampe. Ich denke, der Online-Modus der Wii U wird gleich zur Abschaltung des Online-Modus des 3DS abgeschaltet. So war es ja auch bei der Wii. Ja, das kann sein, ja. Achso, Server abschalten. Nee, es kommen ja immer noch Wii-Spiele. Das ist eigentlich Schwachsinn, zumindest wenn man nicht nur die AI-Titel sieht. Wieso ist das schwachsinnig, Tube? Die Wii-Server sind längst abgeschaltet. Und das einzige Spiel, was noch kommt, ist Just Dance dieses Jahr. Also, naja, ich habe ja gerade die Wii U erwähnt und nicht die Wii. Die Wii ist schon längst tot. Die hat nichts mehr online. Gut. Wo waren wir eben drin? Ich glaube, wir waren eben bei der Uhr, ne? Ja, die Reihenfolge am Anfang. Ach so. Okay. Geht der erst online noch? Nö, 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 ist schon längst abgeschaltet. Alles tot. Also 3 DS und Wii. Längst zu Ende. Wir sind alle falsch hier, ne? Hier waren wir noch nicht drin, glaube ich. Nein, ich meinte auf Gamertalks Nachricht. Okay. Scheiße. Uhr oder Lampe? Ich blicke das nicht so ganz. Ich blicke das nicht so ganz. Okay, also es ist jetzt hier erstmal rein. Dann auf die Lampe. So. Ich sehe zwar die Hintergründe überall, ja. Aber mehr auch nicht. Uff. Ja, moin. Du bist der King der Uzi. Gut, wir waren eben bei dem Zaun. Dann waren wir bei der Lampe. Also würde ich einfach mal potenziell sagen, Pilz oder die Kokos. Wer ist die? Kuckucksuhr. Ich gehe da einfach mal rein. Hey, ich verstehe das aber nicht. Ich verstehe das Prinzip nicht. Ach so. Ah ja, jetzt einen Fall setzen können. Ah ja. Zaun, Lampe, Zaun, Pilz, Uhr.
Ey, Leute, ich bin einfach Profi. Ich bin einfach Profi, Leute. Ja. So. 9 nochmal hier. Zaun, Lampe, Zaun, Pilz, Uhr. Wenn ich in den Chat gucke zwischendurch, ist es echt nicht so leicht. Ja, machen wir schon, ne? Machen wir schon. Jetzt kommt wieder der Zaun. Wo ist denn da ein Zaun? Den erkennt man ja gar nicht. Echt nicht? Doch, den sieht man schon. Okay. Ja, dann war Pilz und dann, glaube ich, Lampe. Was? Uhr. Da ist die Lampe. Yeah. Leute, ich bin einfach Profi. Jetzt habe ich hier gerade abgerissen. Bin einfach Profi. Ja, war eine coole Idee, aber du hättest einfach am Anfang ein paar Pfeile setzen können. Ich habe die halt echt nicht beachtet, habe einfach gar nicht gecheckt, was ich denn da jetzt am Anfang machen soll. Aber Leute, ich habe es nur verstanden. Ja. So, als nächstes ist Baumrinde da. Meld dich einmal kurz im Chat, wenn du da bist. Donation für einen Ventilator. Ja, hau raus. Ich habe aber einen, also die Donation wäre einfach für was anderes, aber mir fällt immer irgendwas ein. Alina X2, grüß dich. Hey, liebe Grüße aus dem Schwarzwald. Moin an. Ist es denn schön dort? War es da wenigstens kühl? Ich denke mal, im Wald ist es immer ein bisschen schattiger. Aber natürlich auch die Brandgefahr vorhanden. Kurz bin ich noch da, nice. Danach gibt es wieder ein VIP-Level. Alles gut. Alles gut, Leute. Hat man schon wieder 3 Level? Machen wir den gleich. Scheiße. Machen wir gleich. Super Mario 3D World Level. Mhm. L6. Cool. 20. Ha. K. F. F. Wunderbar. So, 3D World leicht. Mhm. Happy Use, würdest du dich freuen, wenn ein 3D World Port für die Switch kommt? Na, ist klar. Also. Immer. Automatic Level 4 CTV und nicht für mich, oder was? Ehrenlos. Gibt es Games, die du noch nicht mehr willst? Verlos die dann. Eigentlich behalte ich jedes Spiel. Und irgendwas verlosen macht in meinen Augen einfach keinen Sinn. Das muss schon irgendeinen Sinn haben. Also, keine Ahnung. Ich frage Nintendo an, jo, ein Spiel, ein Switch spielen und dann könnt ihr euch das Spiel aussuchen oder so. Oder, keine Ahnung, einmal Mario Maker 2 oder so, keine Ahnung. Aber irgendein privates Spiel, was ich jetzt habe, da irgendwie random zu verlosen, macht in meinen Augen jetzt nicht so viel Sinn. So, ich muss nichts machen. Ich muss nichts machen, Leute. Alles entspannt. Rotschlumpf, hi. Willkommen im Stream. Grüß dich. So, gucken und entspannen. Darauf erstmal ein bisschen Apfelsaft, Leute. Prost. Ah. Joa, entspannt, Leute. GameTree hat die besten Games. Ja, hatte. Der hatte sehr viele geile, ja. Ich gehe jetzt schlafen, hab morgen noch Schule. Tschüss, Alina, hau rein, gute Nacht. Vielleicht kann man dann als Deluxe spielen. Also, boah, du mit deinem Deluxe, ey. Du mit deinem Deluxe. Von Apfelsaft bekomme ich Flitzekacke. Hat für ein Ding? Was für ein Ding? So, ja. Automatik-Level ist immer ziemlich aufwendig, deswegen. Als ob ich den. Ja, gut, wir haben alle den Rekord. Das stimmt, ja. Boah. Der Lachs. So, Leute, wir haben Level geschafft. Durchfall.
Okay, ja, ich bin hier in Hamburg. Redet bitte Hamburgisch, Dankeschön. So. Diamant HD. Ah, nee, nee, nee. Jetzt kommt hier erstmal ein VIP-Level. Und zwar, wir haben wieder ein Gamertaut-Level. Ja, geil. Mit LP in der ID. Hier mit euren LPs. LP, J, M, G, 3, 5, S, G. Wunderbar, Leute. Ein 3D-Hut. Sag mal, Gamertop, bist du eigentlich inkompetent? Schaffst du es nicht? Level-IDs, ja, mal ganz ehrlich jetzt. Zweimal hintereinander bist du zu inkompetent. Was ist denn los bei dir? Das muss auch mal schaffen. Beim letzten ist wieder noch reingehauen und diesem wieder. Was machst du? Du musst dir keinen Stress machen beim Einsenden, ne? Du bist eh ein VIP-Level. Das kommt früher oder später eh dran. Also guck doch mal einmal hin. Und setz dich immer so ein. Mann, ey. Immer dasselbe mit dem, ey. Immer dasselbe mit dem, ey. Mann, ey. So. Oha, was ist los? Nix los. Alles gut. Kilian. Alles gut. Airship-Level. Okay. Immer dieser Gamertode, ey. Immer dieser Gamertode. Ja, mein Level kommt doch noch. Yeah. Ja, Mann. Gleich bist du dran. Ich klicke immer ganz, ganz kurz. Nee, eigentlich nicht. Die Verbindung ist eigentlich, bei mir zumindest, zeigt es sehr geil an. Ja. Keine Probleme, steht hier. Super Beginn auf jeden Fall. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Immer diese Gamertot-Level. Ah ja. Ja. Easy. Easy, Leute. Oh, ich liebe es, wie es gerade draußen abkühlt. Sehr angenehm. Ah, ein Pilz. Hätte gerne Feuerblume. Aber okay. Ist da oben was? Warte mal. Hat der Typ an Z Secrets gedacht? Oh. Oh, Leute. Abkürzung HD. Als ob da einfach gar nichts ist. Hättest du wissen, eine Feuerblume oder so machen können, ne? Ist ein bisschen ehrenvoller. Du Oberzicke. Wenigstens Feuerblume hättest doch getan. Oh. Game Design. Eine unsichtbare, eine schwebende Röhre, Leute. Ja. Ich habe sie erschaffen. Ich habe das Schlechte beigerufen. Baut niemals schwebende Röhren, Dankeschön. Nicht gut. Und das schafft auch niemals schwebende Röhren in anderen Leveln. Ist da oben was? Oh, kein Secret. Belastend. Belastend. Wie lange müssen wir noch mal gucken? Wir haben ja jetzt ja, eine Stunde ungefähr voll, ne? Haben noch Zeit. Ich denke zwar nicht, dass wir heute die 3 Stunden voll machen. Nee, heute nicht. Aber ein bisschen auf jeden Fall noch. Ich werde morgen mal früh aufstehen. Und noch ein Video fertig machen. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch aufnehme oder erst morgen. Mal gucken. Mal gucken. Oh nö. Oh nö. Lieblingstheme ist 3D World. Und von dort mag ich das Luftschiff ganz gerne. Mit diesem ganzen lilan blau Hintergrund da. Das ist ganz geil. Ich mag den. So, moin zum zweiten. Grüß dich. Lang nicht gesehen. Am besten bleibe ich auf Yoshi und springe immer ein bisschen hoch. Ja, so kann man machen. So kann man machen. Ja. Wunderbar. Wunderbar. So, Yoshi bleibt bei mir. Viel nicht sagen. Habe ich doch gerade. Ich habe doch beides beantwortet. Hab doch beides beantwortet. Was willst du eigentlich von mir? Bam. Bam. Bist sogar ein krasser Spieler. Ja, ich hab Skill gekauft, ja.
Wieso werden meine Nachrichten im Stream nicht angezeigt? Doch, ich sehe die jetzt auf jeden Fall schon. Hallo, Annes. Grüß dich. So, das gibt ein Toll. So. Wir machen weiter mit dem nächsten Level von natürlich Diamant HD. Ein 3D World Level. Juhu. 3D World ist das beste Leben. R7 K S D Q 6 G F. Wunderbar. Schwierigkeit Mittel. Level 5 Geisterhaus, okay. Und Lord Tobi, moin. Moin. Aber Gamertaut Level kommt auch immer dran. Ich hab doch dein Level auch schon gespielt, oder nicht? Ja, gut, Gamertaut kommt meistens auch dran, ja. Wenn er ein neues hat, ja. Wie geht's dir denn so? Mir geht's gut. Außer, dass es heute ziemlich heiß war, aber der Tag war eigentlich. Oh, ich sag mal, erfolgreich, ne? Ich hab heute meinen Rahmen bekommen. Für meinen Splatoon-Poster. Aufgehangen, die Bude sauber gemacht. Ja, ein Video zur Hälfte schon fertig gemacht. Jetzt der Stream hier am Abend. Kann man mal machen. Ja. Leute, was war das denn gerade? Habt ihr das gerade gesehen? Vom Bum Bum? Was war das denn? Das sah gerade ziemlich komisch aus. Als wäre er gerade zweimal da gewesen. Haben wir es mit Geistern zu tun, Leute? War das ein Bum-Bum-Faker? Hi und bye, ja, alles klar, Johnny. Peace-Switch, Feuerblume. Ich gehe mal da rein. Ja, da komme ich jetzt so nicht weiter. Ach stimmt, wo kam ich gerade her? Kam ich von da? Ich habe gerade Demenz. Ah, okay. Okay, okay. Okay. So, machen wir kaputt. Wunderbar. Ah, hier haben wir den P-Switch. Okay. Wunderbar. So kommen wir also. Ja, ich aktiviere den erst drin. Jede Sekunde ist wichtig, Leute, beim P-Switch One. Da zählt jede Sekunde. Zumindest kann jede Sekunde mal zählen. Ja gut, das war einfach. Entspannt. Das ist gar kein Problem. Problem ist das Level, ein Diamant. Zur Bombe. Da musst du aber aufpassen, ne? Wenn die Bombe früher explodiert, dann kommst du da nicht mehr durch, kann das sein? Oh, ist das ein Softblock, Leute? Ist das ein Softblock? Also halt, du kannst dich da verbauen und nicht mehr weiterkommen. Ist das richtig? Eventuell resettet sich auch die Bombe. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Könnte sein. Wenn ja, dann ist alles gut. Wenn nein, ist das nicht gut. So, wir haben noch ein Key extra. Dann kommen wir noch Pum Pum. Aber er spielt die letzte Bossmusik, also ist sie die letzte. Ja, die ist leicht. Vor allem ist ihre Area hier ziemlich klein. Ausbreiten kann die sich hier nicht. Mit der Reset-Tür, okay. Oh, Bonusraum. Was haben wir im Bonusraum? Yeah. Ja, easy. War ein schönes, leichtes Level. Das schafft sogar ein Pius. Ich gebe allen einen Döner, wenn Axel Voss recht hatte mit den Bots. Der Axel mit seinen Bots. Ja, ja, die CDU-Bots, Leute. Rätsellevel? Naja. Naja. Ob das jetzt ein Rätsellevel war, kann man anzweifeln. Auf jeden Fall schönes Level hier, Diamant. So. Wir machen weiter mit dem nächsten Level von Shadow Keto, bist du da? Wenn ja, melde dich einmal kurz im Stream. Dann ist jetzt dein Level dran. Und hau rein, Johnny. Hi, bin Lad YouTube, weißt du noch? Was bist du? Hi, bin Lad YouTube.
Nee, das weiß ich gerade nicht. Was du im Level bauen sollst, was du im Level bauen sollst. Nee, keine Ahnung, da musst du selber drauf kommen. So, du bist da. Wunderbar. Wunderbar. Super Mario World. Mittlere Schwierigkeit. Alles klar. Wisst ihr was, Leute? Nach dem Level habe ich mal ein bisschen Bock auf Multiplayer. Also, Leute, macht das Spiel an und eure Switch. Ich spiele nach dem Level mal so ein, zwei Runden versus Multiplayer, Leute. Und eventuell könnt ihr mit etwas Glück dabei sein. Mal gucken. Metroid Level. Ah ja. Vom letzten Stream, das Level von Lad YouTube. Nee, weiß ich nicht. Ready. Jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht tot. Ui. Hier geht ja viel ab auf einmal. Ah ja. Hat mir das nicht schon mal? Bruder, das hat mir doch schon mal. Das meinst du mit Anis? Das meinst du jetzt Anis? Ist das ernsthaft dasselbe Level? Warte mal ganz kurz. Haben wir das nicht schon mal gespielt? Nee. Ich meine, wir hatten noch schon mal so ein Level, wo ich mich verbaut hatte, kann das sein? Blut hat den Weltrekord. Ja, mit 10 Minuten, Alter. In 10 Minuten ist der Weltrekord. Schlaf schön, Diamant, hau rein. In 10 Minuten, Leute, was ist das für ein Weltrekord, ey? Blue, kauf dir Skill bei eBay. Muss ich überhaupt hin? Ah ja. Ah ja. Aha, ja. Oh Gott. Das ist definitiv da nicht das Level vom letzten Mal. Auf den Kopf, Leute. Ihr könnt das euer Handy einfach mal drehen. Da seht ihr es richtig rum. Ihr Cheater. Oh, Skill. Ihr könnt es einfach drehen. Habt ihr es voll entspannt? Hilfe. Hilfe. Der Powerblock brennt meine Runde, man kennt's. Er brennt und komm, komm, tschüss, tschüss. Okay. 10 Minuten hat der Blue gebraucht. Alle, wofür brauche ich eigentlich den Powerblock? Ich frage mich gerade ein bisschen, wofür ich den Powerblock brauche. Boah, auf den Kopf, das heißt zu treffen, Alter. Ja gut, passt. Passt, Leute. Ist ganz neu, vielleicht von Blue. Ui. Eieieiei. Jetzt ist wieder alles normal. Oh, bitte hat er nichts. Wirf keine Stachis, sei Ehre. Bitte. Boah, was will der von mir? Tschüss. Hau rein. Oh Gott. Tschüss, Lakito. Ich hätte die Wolke nehmen können. Ich lasse es mal. Junge, wofür brauche ich den Powerblock? Ich schleppe ihn einfach seit 3 Jahren mit. Brauche ich den für irgendwas? Kann die jetzt bitte... Was macht die denn da? Okay. Ich weiß nicht, ob ich den für irgendwas brauche. Wohin? Zwei Wege. Naja, aber ich nehme mal ein bisschen die Chat hier. Ich kenne das auch irgendwo her. Okay, ja, vielleicht hast du echt Blue im Stream gespielt. Ich gucke nicht auf dem Handy, sondern auf dem PC. Ah, ist klar. Dann dreh den PC um. Ja. Pius wird 20 Minuten brauchen. Kann sein. Kann sein. Okay. Ja gut, ganz normale Sprünge, das kriegen wir hin. Obwohl das gerade ziemlich knapp war. Gab schon einen Checkpoint? Ich glaube nicht. Ich glaube, es gab noch keinen Checkpoint. Nein! Ich habe mich jetzt einfach mal eingesetzt. Das war mir gerade ein bisschen zu belastet.
Rennen! Renn doch! Oh ne, ne? Ist das dein Scheiß? Das war es jetzt wieder komplett, ne? Ein Checkpoint gab's nicht, ne? Ja, nochmal mach ich das aber nicht, das war mir viel zu lang. Ah! Okay, es gab einen Checkpoint. Ah, wo war der? Ach, der war noch nicht so weit, okay. Warte mal, als ob der jetzt abhaut. Als ob der jetzt abhaut. Ja, der Neo ist noch ein bisschen jünger. Der ist noch ein bisschen jünger, das weiß ich. Und ich habe schon wieder vorhin gesehen, dass der Neo gefragt hat, wann kommt mein Level dran. Nach der Reihenfolge, das solltest du langsam eigentlich mal wissen, oder? Jetzt solltest du langsam mal wissen. So, Leute, wir haben jetzt Lakito. Jetzt haben wir es leichter am Leben. Easy. Hätte ich sofort nehmen sollen. Wow. 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 Skillig. Komm da. Warum haut der immer ab? Was ist bei dem denn los? Was ist bei dem denn los? Lol, habt ihr das gesehen? Da flog eben der Undo-Dog im Hintergrund. Ja, der ist irgendwie Mario World viel manchmal am Start. Der Hund ist manchmal am Start. So, bleibt der jetzt mal da, wo er ist? Was will denn der? Boah, der kann aber auch aufregen, Typ. Eben habe ich den noch wunderbar getroffen. Jetzt haut er immer ab. Junge, hast du ein Problem? So, hä, wo ist der jetzt hin? Hä? Wo ist der Lakito? Habe ich irgendwas genommen? Wo ist der Lakito, Leute? Lakito Baby? Hä? Wo ist der hin? Ich will den Lakito. So nicht. Gib mir den Lakito. Wo ist denn der Typ? Hä? Hä? Warum ist der Lakito weg? Bitte? Der Lakito muss anscheinend los. Der hatte wohl keinen Bock mehr auf mich. Der kommt nicht mehr wieder. Ah ja. Muss ich zwar nicht verstehen, deswegen gehe ich einfach mal da lang. Aber okay. Lakito war schön mit dir. Als ob das einfach... Ah gut. Die 10er-Coin. Der Lakito ist im Rennen, wir haben auch gedacht, Lachs. Ja, da wird er wohl sein. Er musste los, Leute. Der Lakito, der kommt nicht mehr, der gute Lakito. Ja. Ah, hi! Kollege! Lakito ist vom Hornbach. Ja, anscheinend ist er back in business. Ich habe doch hier niemals 2 Stunden gewartet, bis der kommt. Kannst du mir nicht erzählen. Der kam doch bei den anderen Ones auch immer sofort. Ich hab doch da nicht 2 Stunden geschaukelt jedes Mal. Komm mal runter jetzt. Hallo! Geht doch. So, Abkürzung HD. So macht man Abkürzungen in diesem Jahr. So. Abkürzung HD. So, jetzt gönnen wir uns noch ein Feuer. Wunderbar. Ist er nur 6. geworden? Ja, der Lakito hat anscheinend einen harten Tag beim Hornbach. Ja, das war irgendwie klar. So, jetzt sind wir wieder hier, Leute. Jetzt bitte hier nicht den Sprung verkacken, Toadie, und dann ist auch alles geil. Oder nicht alle Sterne auf einmal einsammeln. Wäre vielleicht auch mal eine Option. Willst du mir ja nicht komplett abkassieren? Junge, ist das dein Ernst?
Ich komme da nicht durch. Was ist denn das? Ich komme da nicht durch, ey. Springt da hoch, der kommt gegen die Wand. Beziehungsweise Boden. Dann stirbt er einfach. Jo. Ach, hi. Lucky, da bist du wieder. Lang nicht gesehen, Kollege. So. Wir gönnen uns noch ein bisschen. Wir gönnen uns noch. Und Tolly, lern bitte mal ein bisschen spielen. Geht's doch nicht. Geht doch nicht. Das geht so nicht, das geht so nicht, Tauri. Was ein skilliger Tod, ja immer. Relax, so. Ich treffe die von da nicht. Bam! Jetzt habe ich wenigstens ein Leben mehr. Vielleicht auch jetzt nicht alle Sterne einsammeln, Tod. Das wäre vielleicht mal eine Option. Da triffst du ja immer alle. So, was soll ich jetzt hier machen? Der kommt da nicht durch? Kannst du machen, was du willst. Der geht da nicht durch. Hallo? Nee. Der will da nicht durch. Keine Ahnung, du. Keine Ahnung, du. Der geht da nicht durch. Der geht da nicht durch. Der will nicht. Der will da nicht durch. Mano! Renn tue ich immer. Renn tue ich immer. Ducken. Ja, okay. Stimmt. Oh, ja. Ducken, ja. Ducken. Einfach reinhüpfen? Nee, du. Das habe ich 20 Mal probiert. Mit so nix. So, Liodo. Dein Name ist nur noch optimal. Bist noch da? Vielleicht Kanal löschen. Ja, es wäre vielleicht eine Option. Hast recht. Man könnte drüber nachdenken, ne, Leute? Fällt kleiner. Das könnte gehen, Rotschlumpf. Bin da. Nice. So. Super Mario 3D World. Hatten wir bisher heute sehr selten. Deswegen eine. Ah, nee. Nee. Wir wollten mal zwei Runden Multiplayer spielen. Da war ja was. Und danach kommt dein Level, mein Lieber. So viel zum Zusammenspiel. Doch, machen wir jetzt. Ich hab's schon wieder vergessen. Da war was, Leute. So. Schreibt mir in den Chat, wenn ihr ready seid. Ich gehe nämlich jetzt auf vernetzte Spielen. Dann auf gegeneinander. Wir spielen mal ein paar Runden, Leute. Und ich schreibe gleich einen Buchstaben in den Chat. Da das hier ein bisschen Verzögerung hat. Nicht erst starten, wenn ihr das im Stream sehen tut, sondern startet. Ja, startet diesen Modus, wenn ihr den Buchstaben seht. Und nicht, wenn es im Stream losgeht. Weil der Stream hat ein bisschen Verzögerung. Das ist ganz normal, ne? So. Schreibt mir in den Chat, wenn es losgehen soll. Ich warte hier ganz kurz. Trinke noch ein bisschen Apfelsaft hier. Entspannt, ihr Leute. Prost. Haut rein hier. Als ob es schon 23 Uhr ist. Ja, moin. Ready, Vodafone. Ja, Mann. Ja, Mann. Ganz entspannt. Bum, 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 bum. Okay, wir haben es bald. So, habt ihr es jetzt? Aber wo haben, Leute? Habt ihr auch schon alle einen Daumen hoch da gelassen? Wenn nein, like gerne den Stream, wenn euch gefällt und abonniert mich, falls ihr neu seid. So. Ready. Wunderbar. Das sind bisher nur 93 Minuten Stream. 1 Stunde 34. Ja. Was heißt nur? 93 Minuten sind 93 Minuten, ne? So, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an, Leute. Eine Laxi nach euch noch, haut rein. Tschüss, Katzboy, tschüss. So. Sind einige ins Bett gegangen, wir waren ja vorhin 40, Leute. Jetzt sind ein paar weniger. Ja, 23 Uhr, Leute. Da gehen die Chirps schlafen. Da müssen sie Haya Haya machen.
Yasin! Hallo! Yasin! Yasin! So, hoffen wir das Internet. Moin, lass mich jetzt gewinnen, ne? Wein auf Ehre. Oh Gott! Bin übrigens Toad, Leute. Mario. Ja, das war's auch mit meinem Pilz. Das war's auch mit meinem Leben. Das war's mal wieder komplett. Nagelneuer Benza. Amen. Komm, hier ein Pilz, dankeschön. So, jetzt rutschen wir ein bisschen. Hoffentlich ist das Level nicht so Dreck. Hoffentlich hat das Level Inhalt. Oh Gott. Jetzt bist du tot? Nein, er ist Luigi. Auf Ansage. Ja. Boah. Du. Doof gelaufen. Ja. Aber cool. Als ob Justin einfach so Dr. Mario-Anzug hat, muss los. Er ist auch B. Ja. Wir haben fast dieselben Punkte. Ja, was heißt fast? Schon mal ein Unterschied. Ja, Leute, wir machen noch eine Runde. Ich schreibe wieder den Buchstaben im Chat und dann drückt ihr alle auf gegeneinander spielen. Ihr wisst Bescheid. Okay. Los geht's. Süß. Okay, warte, wir waren noch mal ganz kurz, Leute. Wir waren noch mal ganz kurz. Der Gamertop ist schon mal ready. Wunderbar. Warte, okay. Ich warte ein bisschen. Warten. Ready! Bin zwei Ränge drüber, sorry, muss halt mal flexen. Ja, wenn du dir so einen Scheiß so oft antun kannst, dann mein Beileid. Ready, 1 und 1. Ready, wunderbar. Bam. Bam. Gut. Vielleicht haben wir wieder Glück und kommen mit einem von euch rein. Aber mit Yassi war schon ganz geil, immer Yassin. War schön. Ich kenne zumindest keinen vom Namen, aber das heißt ja jetzt potenziell noch nicht so viel. Aber ich glaube, keiner von euch ist dabei. Schade. Schade Marmelade, ne? Sagt man ja so schön. Oh Gott. Läuft bei dir, Yasin? Du hast hier wie immer irgendeinen, ne? Kann das sein? Ich gönne mal. Ah, halt ab. Oh, der Fisch, ne? Wäre ich jetzt gestorben, ne? Dann wäre schon wieder Ende gewesen. Genauso wie bei der Toilette. Jetzt. Dankeschön, Toadi. Jetzt beweg dich. Das Level sieht sogar ganz gut aus. Kaum zu glauben. Geil. Oh, gib mir den Pilz. Gib, nein! Dich ist da über einer Ecke angehakt. Boah, Luigi, bist du inkompetent. Als ob hier ein Pilz war. Was wird der jetzt hier? Gibt der da Abkürzung? Oh, Mann! Alles verhauen hier schon wieder. Nur weil ich dem Toad hinterherlaufe. Ja, super, ey. Oh Gott. Das wird nix, Leute. Ja. Schon wieder auf Ansage. Ja, uff. Schade. Das Level war eigentlich für Multiplayer gut. Kann man mal toll geben. Ja. Kann man mal machen. So. Erstmal genug Punkte verloren. Wir machen weiter mit euren Leveln. Ich habe erstmal genug Punkte verloren zur Abwechslung. So, bist du jetzt noch da? Ich denke mal schon, ne? Die Liodo. Einmal kurz melden hier mal lieber. Dann kommen wir jetzt endlich zu deinem Level. Und ja, ihr könnt auch gerne meine Level spielen, Leute.
Bin noch da, wunderbar. Zum Beispiel das hier. Ganz neu, ganz fresh. Ganz krass. ID seht ihr unten. 68Q4N0LYG. Wisst ihr Bescheid? Macht einen Screenshot oder sonst irgendwas. Hängt es euch an auf eure Pinnwand. Druckt es aus und verteilt es in eurer Stadt als Flyer. Wunderbar. So. Jetzt kommen wir endlich zu dem 3D-Level, Leute. Endlich geht's los. Wir haben wieder Spaß mit 3D. World. Ja, Mann. So. Okay, ab geht's. Ab geht's hier. Ich, Let's Storm, VIP-Level können wir auch noch machen. Jo. Automatik-Level, ist entspannt. Oh, der hat die Todmütze, Leute. Der hat die Todmütze, Leute. Das ist nur eine einzige Bronzemedaille. Armselig, ich habe eine Gold und eine Silber. In welchen Stufen? Ich habe eine Bronzemedaille in Make-up Points. Warum kann man Make-up zwar nicht mit Schalke spielen? Mit dem kann man eigentlich nur in Mario Party spielen und in Mario Kart. Noch in keinem einzigen 3D Mario oder in 2D Mario. Nur so in den Nebentiteln. Zwei Automatik-Level in einem Stream. Läuft bei mir heute. Läuft bei mir. Tobi, welcome back. Dun, 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 dun. Dun, 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 dun. Ja, hat einen netten Aufbau, würde ich sagen. Lol. Ich glaube, das hört man. Nimm mich mal mit. Moin, hallo. Hi. Hi. Ja, da fliegt wohl mal ein Flugzeug vorbei. Sehe ich jetzt auch nicht so oft. Ha, ich denke, das hat man gehört. Du, 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 du. Pius, darf ich? Nach der Reihenfolge, Kollege, immer noch. Neo, ich weiß nicht, was deine Bettelei immer bringen soll. Die bringt gar nichts. Bam, im Ziel. Wir alle anderen geduldig warten, mein Lieber. Oder gleich am Anfang einsetzen. Dann kommst du ganz schnell dran. Und Nico schreibt, uff. Ja, sehe ich auch so, Nico. Hi. So, das Level ging noch ganz schnell, ne? So, jetzt kommt ein VIP-Level dran, Leute. Und zwar haben wir hier ein VIP-Level von Kilian. Let's Storm ist als erstes dran. Let's Storm haben wir hier noch als einzelnen. Dann haben wir hier Kilian als danach. Und dann haben wir noch Hugo. Aber so viel schaffen wir heute gar nicht mehr. Ein VIP-Level. Das werden wir denn noch... Neue Level, glaube ich. Mal gucken. Wie viel das denn? Auf jeden Fall, Let's Storm, du bist ja da. Deswegen haben wir jetzt dein Level hier. Ein Mario Bros. U Level. X, T, M. P, 0, S, Y, W, G. So. Das schafft sogar Pius. Pius. Ist schlecht. Das klang gerade fast wie das Flugzeug, was hier gerade vorbeigeflogen ist. Aber okay. 0,0% Abschlussrate, Leute. 10 Leute haben 10 Versuche, aber es hat keiner geschafft. Und wir werden die Ersten sein. Wir werden die Ersten sein. Dann können wir endlich Erster in die Kommentare schreiben. Endlich. Endlich. Bitte, was? 40 One-Ups? Was hast denn du geraucht? Kann ich komplett abkassieren hier wieder. Was für 40 One-Ups? Also, irgendwann ist auch mal gut, ne? Wofür war jetzt der Schlangenblock da? Das Level blick ich jetzt noch nicht so ganz. Muss ich da hoch? Ach, ich muss da wahrscheinlich hoch, ey.
Bau doch deine Tür, Junge. Ich finde diese Schleimblöcke so scheiße, ne? Ich hasse sie. Die sind so unnötig. Ich brauche nur 3 Stunden und bringen dann einfach gar nichts. Also, spieltechnisch machen die keinen Spaß. Also, warum? Ich muss jetzt hier chillen 3 Stunden. Boah, wie ist das Wetter heute so? Ein bisschen Sport machen. Fitness. Je. Und ja. Und einschlafen. Das ist hier meine Mission. One-Up. Als ob hier nicht mal was ist. Ach doch. Lustig. So. Ich muss jetzt hier jeden Block abchecken. Überall könnte eine Münze, ein One-Up sein. This dude's toxic. Moin. Bin das, Sol Pius. Hab gerade gegessen. Alles klar. Kein Problem. Moin zurück. Lest meine Nachricht, please. Was hast du denn schon wieder geschrieben? Yay. Yeah. Ich meinte, darf ich B schreiben und wenn Leute wollen, bekommen sie... Ja, okay, kannst du machen. Aber das checken wahrscheinlich die meisten nicht. Jetzt wahrscheinlich schon. Pius, wie groß ist Big Toad? Müsst ihr mal messen, weiß ich nicht. Ich weiß meine Toad-Plüschtieren Größen nicht auswendig. Das weiß ich nicht auswendig. Was sind hier bitte 40 One-Ups? Das ist mir echt ein Rätsel. Nur ob ich das wirklich schaffe. Tja, wo kommt der denn jetzt her? Ist noch nicht geklärt. Ja, moin. Oh nein. Da kommen jetzt so blöde Dinger raus. Jetzt nicht mehr. Was soll das jetzt hier werden? Das sollte es auf jeden Fall nicht werden. Uff. Ja, Leute. Harter Tag. Harter Tag. Harter Tag, Leute. Immer diese Belastung. Soos. Ja. Ich liebe Schlangenblöcke, Leute. Habe ich das schon mal gesagt? Sind einfach die besten Gameplay-Elemente, die Nintendo jemals einbauen hätte können. Richtig geil. So. Okay, hi. Wir sind wieder back in business. Wieder diese Dreckskäfer hier überall. Ich war da. Oh Mann, wie soll man da durchkommen? Boah. 40 One-Ups, wie kommt man auf sowas? Ja, du. Endlich mal jemand, der das auch hinterfragt, außer ich. Boah. Da muss man schon was genommen haben. Und ein dieser... Warte mal. Mindestens. Also es gibt mehr als 40, denn... Dann kack mal auf das One-Up da oben, Alter. Kannst du behalten. Gib ich meiner Oma zu Weihnachten. Das brauche ich jetzt nicht. Ich muss los. Ich weiß auch nicht, wofür der Key da ist. Irgendwie ja für nichts. So wird das auch nichts. So wird das überhaupt nichts. Oh, oh, die Käfer sind echt zum Kotzen, ne? Gerade für Speedrunner, ne? Also die da schnell durchrollen, ne? Die sind da wirklich am Ende. Okay, ich könnte auf die spinnen, ne? Ich könnte auf die spinnen. Das wäre jetzt potenziell kein Problem. Ich spinne am besten einfach auf die. Also auf den jetzt hier nicht. Der kann mal weggehen. So. Ah, jetzt kommt der nächste oder was? Ah ja. Ah ja. So, jetzt ist immer Ruhe hier oben. Im Saftladen. So, und jetzt? Gott, ich weiß, was der will. Hör mal auf jetzt zu pupsen. Oh, was wird der denn jetzt hier? Dich habe ich nicht bestellt. Ja, obwohl du hast mir geholfen, Ehre. Der will doch genau das, oder? What? Ja, wie soll ich das anstellen?
Junge! Achso, einfach loslassen, ja gut. Einfach loslassen. Gott, was ist das hier? Ja, moin. Hä? Ja, wo sind jetzt hier die 40 One-Ups bitte? Bruder, was ist das denn hier? Ja, wie oben? Wie soll ich da hochkommen? Was für ein Noob. Ich hab die schon gesehen. Ne? Ist mir schon klar. Ich weiß, wo die sind. Aber ich finde keinen Weg dorthin. Ich hab die schon gesehen da oben. In den da in On-Off-Blöcken. Ja, ja, schon. Ist mir schon klar. Als ich da hochkommen soll und ich dachte halt, ich komme da eventuell noch hin. Die kann ich ja nicht riechen. Dass da das Ziel ist. Nee, ernsthaft, wie soll ich da hochkommen? Wie soll ich denn da jetzt hochkommen? Kleiner Fun Fact, man kann mit Yoshi Gift speien. Aber wie bekommt er das? Das Gift ist ja nur unten. Yoshi kann auch nichts von unten aufnehmen, oder? Der kann ja seine Zunge nicht nach unten machen. Das weiß ich jetzt nicht so ganz, wie er das bekommt. Verschiedene benutzen. Wie viele verschiedene benutzen? Von Gift-Sheep-Sheeps. Ah ja. Es gibt ein Level, wo man 999. Ja, da gibt es nicht nur eins. Da gibt es viele. Ja, wenn du gut durchkommst, hast du am Ende 20 Sekunden übrig. Und T ist da und es hat. Naja. 700 Versuch. Ja, moin. Sheep-Sheeps im Gift werden zu Gift-Sheep-Sheeps. Ui. Aber wie das jetzt hier funktionieren soll, ist mir ein Rätsel. Wo ist überhaupt diese scheiß Schlüsseltür? Kann ich da rein? Hä? Oh. 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 Ah ja. Ja, warum hat er jetzt nicht gespinnt so richtig? Oh, was ist das jetzt schon wieder für eine Massentierhaltung? Boah. Selbst das Level schaffe ich nicht. Weil das einfach Leveldesign technisch nicht geil ist. Was los? Absolut. Ja, moin. Jetzt fliegen diese Scheißviecher zwar alle nach links dahin. Oh. Es ist wieder Platz auf der A7. Aber nicht mehr lang. Hallo. Oh, jetzt kommt da wieder nix, ey. Ah, jetzt sind wir schon im Doppelpack hier unterwegs. Die mögen sich wohl ganz besonders. Ah ja. Naja, jetzt sind die schon hier verheiratet. Verheiratet, verlobt, geschieden. Oh, pups mal jetzt nicht rum hier. Uff. Uff. Entweder schaffst du es oder sagst, du hast keinen Skill. Naja, Skill ist immer so, ich finde das immer so ein bisschen objekt. Das kann man nicht so objektiv sagen, finde ich. Nur weil ich das Level jetzt nicht schaffe, eventuell, heißt das noch lange nicht, dass man nichts kann, finde ich zumindest. Die einen können, keine Ahnung, die krassesten Spin-Moves machen, die anderen können Speedruns, die anderen können gar nichts. Aber einfach mal so zu sagen, boah, du kriegst nichts zu backen, das ist, finde ich, eine falsche Aussage. Kommt der jetzt mal hier? Vor allem, weil ich einfach nicht weiß, wo ich hier stehen soll. Hier kommt ja nichts. Wenn ich hier stehe, dann geht er ja nach da, ja. Bruder. Ah, jetzt.
Jetzt geh bloß nach. Ich blick's halt trotzdem nicht. Ich blick's halt einfach trotzdem nicht, ne? Nee, du. Ich hab da halt echt keine Ahnung, ne? Ich blick's halt echt nicht. Du kannst gar nichts. Ja, danke schön. Das macht einfach keinen Sinn. Du musst da irgendwie runterkommen auf diesen scheiß Stacheln, um dann die One-Ups einzusammeln. Uff. Pius, was hast du diesen Monat eigentlich mit deinen Spenden gemacht? Gar nichts. Nee, bekomme ich erst, Kilian. Und zwar bekomme ich die... wann bekomme ich die denn? Ende August. Ende August, Kilian. Das dauert. Also ich bekomme immer... Also bei YouTube bekommt man die immer am Ende des, also auf einmal vom ganzen Monat. Und alles vom Juli bekommt man Ende August. Alles von August bekommt man Ende September und so weiter. Immer sozusagen, ja, einen Monat später, ne? So ist das bei YouTube, das ist bei jedem so. Du bekommst das eigentlich immer am Ende des Monats. Vom letzten halt. Ja, so ist das. Typi nicht, nee, das bekommst du sofort. Typi ist ein Unterschied. Aber von den ganzen, hier ganzer Juli, habe ich noch nichts bekommen. Das kommt erst alles August und in, ja, 3 Tagen bekomme ich sozusagen die Juni-Einnahmen. Aber ich glaube, die waren jetzt nicht so krass. Weiß ich gerade nicht. Aber nochmal probier das nicht. Ich krieg das nicht gebacken. Bei 24 Stunden Stream, nee. So 6 Stunden oder so finde ich schon ausreichend eigentlich. Ich finde 24 Stunden ziemlich nicht so spaßig irgendwie. Keine Ahnung, also 24 Stunden sowas zu machen hier. Nee. 12 Stunden wäre schon das Maximum, halben Tag, ja. Aber die ganze Nacht-Session und so, ich weiß nicht. Ist jetzt nicht so meins. Sprache lernen, Bubble, genau. Oder Münzen vergessen. Das auch noch, ey. Oh, das hat mich aber auch wieder fertig gemacht. Das schafft sogar Pius. Oder eben nicht. Oder eben nicht. Capt Hero, grüß dich. Waren ja, glaube ich, 85 allein von mir, oder? Jetzt im Juli. Sehe ich am Ende des Monats, Kilian. Ja, aber es kommt hin. Kommt hin. Ich habe einen Kommentar erhalten. Ah ja, muss gehen bei Hau rein, Let's Dom. Hau rein. Wir haben einen Kommentar erhalten, Leute. 7 Kommentare, what? Hat Spaß gemacht vor 10 Minuten. Hast du es im Stream gespielt? Ehre. Ja, Leute, schreibt mir gerne Kommentare hier hin. Dann kann ich sie mir im Stream angucken. Könnt ihr mir eure Toad-Bilder malen oder so? Das ist aber kein Toad-Bild. Das ist eine Person, die gerade dezent am Kotzen ist. Würde ich mal stark behaupten. Das ist jetzt kein Toad. Hat Spaß gemacht. Yeah, wow. 1A. Hat Spaß gemacht. Wow. Ja, das ist auf jeden Fall das schönste Bild, was ich bisher so bekommen habe hier in meinen Leveln. Danke auf jeden Fall. Ehre. Wie sieht es hier so aus? Wie liegt der Weltrekord? Bei 1,23. Okay. Ja, Leute, spielt gerne das Level, ne? ID seht ihr jetzt gerade im Bild. Isst du Hühnerfutter? Hühnerfutter esse ich jetzt eher weniger. Ja, im Juli, Pius. Ja, das. Eine bestimmte Summe weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall danke an Kilian. Ne? Das war viel. Zum letzten Mal keine Wandkopf-Level fahren. Genau, Leute. Ich bin hier auch nicht die Hellseher bei einer Glaskugel. Ich spüre, gleich kommt das. Warte mal. Ich muss noch mal kurz was trinken, ne? So, Leute, die Glaskugel machen wir einmal kurz an hier. So, Glaskugel. Ah, Leute, ich spüre am rechten Rand meiner Glaskugel etwas. Sie möchte mir was sagen. Und zwar gucken wir zur nächsten. Sie möchte mir die nächste Einsendung zeigen. Und zwar. Der Einzelne soll von Pius sein. Und zwar ein Mario Bros. U-Level auf schwer. Ich habe mir also selber ein Level eingesendet. Okay. Da habe ich schon die Glaskugel. Und zwar, ja. Pius, bist du da?
Leute, ist Pius da? Ich habe jetzt gerade im Chat hier noch nicht gesehen, den Pius. Ich weiß nicht, ob er da ist. Wir müssen mal ganz kurz gucken hier. Ah, da ist er doch. Ja, da ist er doch. Ja, hi. Moin, moin, da bist du doch. Hast aber bisher ja im Chat noch nicht so viel geschrieben, ne? Ja, ich merke das schon, ja. Ja. Er ist ein bisschen chatfaul, der Pius. Ja. Kauf dir mal VIP, Alter, und dann hast du wenigstens einen blauen, grünen Namen hier, ne? So, der Pius. Dann gucken wir uns mal das Level an, Leute. Was der gute Pius für ein Level gebaut hat. Bin da sehr gespannt. So. Ihr müsst wissen, den Pius kenne ich schon ein bisschen länger. Guter Kollege von mir, deswegen frage ich mich gerade so ein bisschen, warum er hier ein bisschen chatfaul ist. Und er hat kein Mario 3D World Level gebaut, das wundert mich aber. Ja, danke schön, Pius. Ja, Leute, ich würde sagen, das Level müssen wir auf jeden Fall spielen, ne? Weil Einsendung ist Einsendung, ne? Hier wird keiner benachteiligt oder gefokust, ne? Also, außer die Vips nach drei Leveln. Deswegen, auch ein Pius-Level müssen wir als Einsendung spielen, ne? Ist einfach so. So, Leute. Ja, sieht gut aus. Man kann da nach oben gehen, aber was da oben jetzt ist, das weiß ich. Da kann man auch hoch. Interessant, okay. Red Coins gibt es hier anscheinend auch. Vielleicht auch ein Pilz. Ah, wunderbar. Da war der Levelbauer aber sehr fair. Das finde ich ja sehr gut. Das ist auch wieder eine Red Coin. Ich würde sagen, die sammeln wir mal ein, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob ich alle brauche. Das könnte der Pius gerne mal in den Chat schreiben. Das weiß ich gerade nicht. So. Ein Hammer, Bruder. Ah, hier kommen wir nicht weiter. Es ist ja ein On-Off-Block-Schalter-Level. Okay. Also müssen wir hier den Schalter aktivieren. Und dann kommen wir weiter, Leute. Das ist ja echt unfassbar. Pius gibt doch zu, dass du das Level selber eingesendet hast. Jetzt war Real Talk. Ich habe das nicht eingesendet. So. Ja, Pius, guter Einsender auf jeden Fall von dir hier an der Stelle. So, wir gehen da mal weiter. Ich würde mal echt gerne wissen, wer das eingesendet hat, jetzt mal ehrlich. So, aber das Level geht ganz schnell, Leute. Wir spielen es einmal durch. Ne, jetzt stimmt, ist dann eher zerstört. Ja, mein eigenes Level, Leute. Das werde ich wohin kriegen. Aber jetzt mal ehrlich, wer hat das eingesendet? Ich war es jedenfalls nicht. Deswegen habe ich auch den Code eingegeben, weil ich dachte, entweder es kommt da ein Arrow raus, also Level gibt es gar nicht, oder irgendein anderes Level kommt da. Aber dass da mein eigenes Level kommt, damit habe ich selber nicht mal gerechnet. Sind die Redcons Pflicht? Nee. Für die gibt es am Ende nur ein Power-Up. So, Leute, wir kommen gut voran. Wir kommen gut voran. Ja, das Level ist ein Remake-Level von meinem Wii U-Level. Und naja, anscheinend wollte unbedingt einer, dass ich mal mein eigenes Level spiele. Kann ich somit einrichten. Komm, Wippe, gönn dir. Anscheinend hat die Wippe keinen Bock auf mich. Kann ich auch einrichten. So. So, hier am besten eine Stampfattacke machen für das maximale Geld. So, und dann der Ruder. Und den Schlüssel gönnen und ab durch die Tür. Wow. Geh da rein, Alter. Spielst du Roblox? Nö. So. Wir haben die Redcon, Leute. Gut, die bringt uns jetzt in dem Fall nichts, weil wir noch eine Feuerblume haben, weil wir sehr skillig waren. Aber die schafft bei weitem nicht jeder mit seiner ersten Blume bis hier. Außer natürlich ein Profi wie ich. So. Sind wir wieder am Anfang und können jetzt da oben rein. So, ja, damals habe ich das Level habe ich schon auf der Wii U gehabt, so ähnlich zumindest. Und dort war das natürlich ein P-Switch Castle Level, eine sehr ja, bekannte Reihe von mir, auf jeden Fall bei Blue Xu auf dem Kanal vor allem. Und ja, dieses Level habe ich jetzt geremaked mit Powerblöcken und neuen Räumen und sonst was. So. Jetzt kommen wir zum Final Boss. Sehr gefährlich. So, jetzt sind wir hier beim Bum Bum mit Flügeln. Grüß dich. So, erster Treffer ist weg. Links und rechts gibt es Power-Ups, aber
Wenn wir dorthin gehen, werden sich auch die Steinblöcke betätigen und die Farbe ändern. Also, wer skillig ist, muss nicht an den Rand und hat somit ein leichtes Leben. Wer nichts kann, kann sich einen Pilz gönnen und ja, muss aufpassen, dass er nicht zerstört wird. Hier zum Beispiel. Ja, wisst ihr Bescheid. Und dann ab ins Ziel. Und ja, wenn man mit der Ausgangsfarbe Rot rausgegangen ist, boah, kriegt man noch eine 30er Münze und dann ein ganz gefährlicher Boss, drei Goombas und dann haben wir das Ziel erreicht. Das war's, Leute. Boah, da habe ich auch so oft verkackt. Ja, ich bin skillig, Leute, ne? Es leckt immer ganz kurz. Eigentlich nicht. Also bei mir ist alles grün. Ist das nur bei dir so oder haben andere auch noch das Problem? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, Leute, das war das Level. Sehr schön. Ich bin 24/7 bei den Kanonen gestanden, wurde immer geheilt. Und der Bum-Bum ist stecken geblieben, lul. Wurde's geheilt? Der Pilz kommt doch da gar nicht hin. Bye, geh jetzt pennen, hau rein. Bei mir ist alles besser, okay? Bei mir leckt es nicht, okay. Klingt gut. Klingt gut. So. Dankeschön für die Einsendung, Pius. Auch dein Level haben wir geschafft. So, ich würde mal sagen, die Wurst ist nicht mehr da. Er hat zwar auch ein Level eingesetzt, aber ich meine, der ist jetzt nicht mehr da. Er hat vorhin geschrieben, er guckt jetzt einen Film, deswegen würde ich jetzt weitermachen. So, und zwar mit dem Level von Justendo X2. Bist du da? Wenn ja, melde dich einmal kurz im Stream. Hau rein. Wenn du noch da bist, gönn dir. Danach ist ein VIP-Level dran. Mhm. Kein Level einsenden in der Beschreibung, aber du wirst heute, denke ich, nicht mehr drankommen. Aber beim nächsten Spiel, wenn du sofort dabei bist, dann kann dein Level drankommen, Leute. Ne? Also, falls du neu bist, abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann kannst du beim nächsten Stream sofort dabei sein und dein Level einsenden. Ich würde sagen, wir machen das Formular auch jetzt einfach mal zu an dieser Stelle, tatsächlich. Weil da sind noch einige Level drin und werden von denen nicht alle schaffen. Deswegen, Neueinsendungen sind heute eigentlich gar nicht mehr nötig. Finde ich, ja. Weil ihr müsst kein Level einsenden, wenn ich jetzt schon weiß, dass wir nicht mehr alle spielen werden heute. Deswegen machen wir das Formular an dieser Stelle zu. Aber im nächsten Stream haben jetzt die, die gerade dazugekommen sind, wieder die Chance, dass das Level spielt. Aber alle, die heute schon eingesendet haben, haben natürlich immer noch die Chance, dass ihr Level heute noch drankommt. Das eine oder andere machen wir noch. So. Wen hatte ich gerade aufgerufen? Der war wohl nicht da, ne? Da wäre jetzt das Level von Kilian dran. Kilian! Was hast du denn diesmal Schönes gebaut, Kilian? Der Kilian. Du warst auf jeden Fall eben noch da, deswegen gönnen wir uns mal eben, ne? So. Streamst du regelmäßig? Jo. Jetzt in letzter Zeit so alle zwei Tage kann man schon damit rechnen. Morgen kommt, denke ich, ein Video. Und Samstag machen wir, denke ich, das Mario Kart 8 Discord-Turnier, Leute. Mhm. Und ja, ich mache auf jeden Fall regelmäßig Mario Maker 2 Videos und Streams hier auf meinem Kanal. Pius, auf jeden Fall moin hier an dich. Hier dein Special Training, Pius. Okay. 1, 2, 3, okay. Ja. Special Training. My Secret Training Castle. Ah ja. 9 Likes. Okay. Yee, Mauke nach der. Oh Gott. Mal sehen, ob ich das Training bestehe. Rennen, Todi. Als ob. Betrug. Das war mir jetzt echt mal vielversprechend, ja. Ja, live bei. Habt ihr eigentlich schon den Titel gesehen? Bestimmt, ne? Live bei 21, 30 Grad, ne? Ich bin so lustig, ne? Ich weiß. Ich bin so lustig. Lustig, lustig, tralala. Bald ist schon wieder Weihnachten. Mhm. Da kannst du gleich. Was steht da?
Für mich ist das kein Training, sondern eine echte Herausforderung. Okay. Gut, der war nur kacke. Den machen wir nochmal. New try. Okay, das ist Raum 1, ne Leute. Das ist Raum 1. Es ist nur Raum 1. Okay. Brauche ich die Red Coins, Kilian? Ja, wahrscheinlich. Ja, brauche ich. Ja, macht Sinn. Grüne Röhre. Morgen kommt der Weihnachtsmann-Kappa auf jeden Fall. Red Coin! Was? Checkpoint. Hier lang? Passt. Du meinst, dass du ein Mario Kart 8 Deluxe-Turnier machen willst und dass man irgendwas mit Discord bekommt. Was war das nochmal? Ja, der Sieger bekommt eine Discord-Rolle. Also besser halt nichts, ne? Sonst haben wir bisher nie was als Preis gehabt, außer einmal, da konnte man eine Amiibo-Figur gewinnen. Ja, ist halt eine kleine Sache, ist jetzt nichts Großes. Aber warum nicht, ne? Alter. Kilian! Oh Gott. Vor allem triggert mich, dass jetzt einfach diese scheiß Bowser-Flammen kommen. Die triggern schon. Dezent. Ach du Scheiße. Oh, diese blöden Flammen. Geht mal nach Hause. Mm. Ah. Mm. Sehr schön. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Oh. Da hätte ich jetzt gerne einen Checkpoint gehabt. Oh nein. Die Bowser-Flammen. Ob ich das hinkriege, ey. Aber die Bowser-Flammen sind jetzt echt kacke, Kilian. Und der Kommentar nervt mich auch so ein bisschen. Oh. Oh, das überlebe ich niemals. Oh, 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 oh. Daumen hoch, Leute. So, ja, jetzt hoffe ich, dass hier keine Bowser-Flammen sind irgendwo. Oh! Oh, nochmal. Uff. Ey, das ist hier kein Training, ne? Das ist hier schon harter Scheiß für mich. Wow. Super. Ich will jetzt Raum 3 erstmal machen. Alter, Raum 3 ist ja mal mega lang. Raum 2 war mal mega lang. Wir gucken uns das hier mal an. Oh, okay. Okay. Wenn du durch die Flammen stirbst, dann ist das Pech, ja. Am Ende bin ich durch den Stachel gestorben. Auch nicht viel besser. Hallo? Was ist denn jetzt los? Bist du eingeschränkt? Hä? Ich war doch da eben drin. Hä? Bin ich jetzt komplett am Ende? Nicht? In jeder grünen Röhre kannst du rein. Oh Gott. Oh Gottchen. Oh Gottchen. Ah ja, ein grüner, okay. Okay. So. Es wird nicht besser hier, Leute. Es wird hier nicht besser bei Kilian. Was ist da eigentlich? Warte mal. Ah nee, was ist da oben eigentlich? Hm. Es wird hier nicht besser bei Kilian. Bruder muss los, ja? Ziemlich. Oh! Du musst spinnen. Meinst du? Könnte. Warte mal.
Was ist da? Bringt mir herzlich wenig. Ja. Kilian, das ist also ein Training. Hartes Training. Fühlt sich an wie Frühsport. Okay, Nicktube, du hast recht gehabt. Daumen hoch an dich. Und dann muss ich irgendwie ganz schnell darauf. Da war ich jetzt anscheinend zu schnell oder so. Boah, Kilian. Du hast hier wieder was gebaut, ey. Du hast hier wieder was gebaut, ey. Das ist next level hier. Jetzt war ich zu schnell. Wir schauen uns alle Räume mal an, Leute. Wir schauen uns alle Räume mal an hier. Der erste Raum war so einfach. Im Vergleich. Achso, das ist die Tür. Pius, zeige dir das Level nochmal auf Discord Party. Privat, oder? Kannst auch im Video machen, ne? Oh Gott. Der ist ja voll leicht! Ich kipp um, ne? Ich will mich abkassieren. Das ist jetzt genauso wie den Einkillchen Level. Hallo, ja. Wo ich im First Try da durchgekommen bin, denn 50 Mal runtergefallen bin. Es ist genau das. Ich kriege gerade Flashbacks, ne, Kilian? Das ist so dasselbe. Das war eh wieder so beschissen, ne? Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Vor allem voll gefährlich. Ey! Ich zack gleich meinen Tisch. Immer vorm Ziel. Bam! 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 Skill wird heute groß geschrieben. Mal sehen, wie ich es noch schaffe. Room 5, wir schauen uns alle mal an, Leute. Wir schauen uns alle mal an. Okay. Greifarme. Joa. Warum gehst du da raus? Erstmal machbar. Da kommt bestimmt irgendwas Krankes. Gleich noch. Ja. Kann man machen. Also irgendwie hat Kilian einen lustigen Aufbau. Room 1 einfach. 2 und 3 für mich schwierig. 4 wieder okay. Ja, und 5 mal gucken, ne? So ist aktuell so meine Auffassung der Dinge. War es das jetzt schon? Steht hier ja. All. Ei. Ich kann mich ja nicht lesen, Alter. Eier. Eier. Eiergott Kilian. Eiergott X2. Sprachen lernen, Bubble. Ich hab's geschafft. Oh. Es geht weiter, Leute. Es geht weiter. Ah ja. Was ist da unten? Muss ich da weiter? Ja, Leute, ich muss da weiter. Geht nicht weiter, du machst es super. Geht noch weiter, du machst es super. Ja, ich komme hier etwas voran, ne? Zumindest etwas. Da kriege ich jetzt hier gleich einen
Freipunkt von Edeka. Wofür muss ich das aktivieren? Muss ich das aktivieren? Also ich sehe gerade nicht, was es mir bringen soll, die On-Off-Blöcke zu aktivieren. Klein Toadie will weinen. Klein Toadie will weinen. Uff. Warte mal. Akilian ist schlau. Er ist zu schlau. Er ist zu schlau. Er hat da so scheiß Trampoline hingemacht. Okay, Jan, ey. Oh! Aber er war nicht zu schlau, Leute. Er war nicht zu schlau. Er macht mal Abkürzung HD, Leute. Da kommen wir hoch. Mach mal einen auf Blux 2. Laber nicht. Ich komme da hoch. Bam! Abkürzung 4K an dieser Stelle. Ja, da hat es mir wieder dreimal gegeben. Scheiße gelaufen. Aber dann gönnen wir uns halt nochmal den Schlüssel. LOL, ja, doof gelaufen. Okay. Ja, Room 1 war eh Kindergarten. Das schafft sogar meine Oma. Room 2 schafft meine Oma. Kannst du bitte da hochgehen? Room 2 schafft meine Oma dann nicht mehr. Okay, ja, das Level ist schon wieder sehr amüsant. So. Hier war es gefährlich. Hier war es eigentlich nicht gefährlich, wollte ich gerade sagen. Trotzdem müssen wir aufpassen, Toadie. Nicht das Level. Nicht den Respekt verlieren vor diesem Raum. Unten wird es doch noch ein bisschen krass. Und zwar genau hier. So. Wir brauchen am Ende die Ausgangsfarbe Rot. Also müssen wir den zweimal aktivieren. Beziehungsweise einmal, je nach. Das war jetzt Betrug. Komm. Das war Betrug. Das war Betrug. Komm, ich will jetzt nochmal einmal Raum 2 probieren. Und gönn es nochmal einmal kurz. Ah, das war der Raum, ne? Ja, okay. Das war jetzt aber echt Betrug. Also den hätte er auch gleich, den hätte er auch noch nehmen können, ne? So. Ich zeig's auch mal, dass ich was kann. Prost. Alter, was ist denn jetzt hier los? Ob mal bitte alle ab von meinem Display hier fliegen? So 50 fliegen hier in der ganzen Family, ey. Family Stories können wir bei RTL hier drehen. Hallo. Hallo, geh mal weg. Mann, ey. Die Fliegen sind schuld, Leute. Bin nur gestorben, weil die Fliegen auf meinem Display waren. Das ist der Grund. Tut mir leid. Prost. Ah, wunder. Nee, ey! Machen wir an jetzt hier. Jawohl. Pause, Leute. Pause. Ich bin weg. Tschüss. Gottchen. So, das reicht mir jetzt hier. Geh an. Willst du mich umbringen? Ugh.
mich ist das kein. Ja, das hat mir schon super schwierig. Fies. Boah, kann passieren. Alles auf die Fliegen schieben. Ja, die sind schuld, Leute. Die Fliegen sind schuld. Guck mal, da drücke ich einmal auf Pause. Da verlassen mich gleich mal 6 Leute. Ja, hallo, Julia. Obi-Wan Kenobi, moin. Ich drücke nie mehr auf Pause, Leute. Es tut mir leid. Ich mache das nie wieder. Es tut mir leid, Leute. Ich wusste nicht, dass ihr den Pause-Screen seht und sofort denkt, Bruder, wo ist los? Ich weiß, wo du wohnst, und zwar bei dir zu Hause. Ja, das kann sein. Das kann sein, ich weiß. Das kann sein. Mach den Heul-Sound. Jo. Mein Heul-Sound, den habe ich hier gerade nicht. Leute, wisst ihr was? In 4 Minuten kommt der Dagi-Song. Alter, Dagi. Ja, doch, der Katja-Song, ne? In 4 Minuten. Da wollen wir uns alle auf Discord treffen, Leute. Deswegen machen wir jetzt hier dicht vor heute, würde ich sagen. Wir machen jetzt dicht vor heute hier, Leute. Ihr könnt euch alle mit mir auf Discord den Katja-Song anhören, falls ihr Bock habt. Ich mache das nicht als Reaction, weil... Ja, ich habe jetzt nicht so viel Bock auf... Je nachdem, wie ernst sie das meint mit ihren... Ich lösche mal alle Reaction-Videos und... Das will ich jetzt nicht riskieren. Deswegen... Kommt gerne alle auf meinen Discord-Server, Leute. Link zum Discord ist jetzt im Chat. Dort könnt ihr gleich mit mir talken, Leute. Ihr könnt gleich mit mir talken. Gleich. Krass, ne? Gerade noch einen Stream gesehen. 2 Minuten später könnt ihr mit mir reden, ne? Ja, toll, ne? Ich find's richtig krass, Leute. Ja, aber mit Mario Maker ist heute Schluss. 2,5 Stunden haben wir gestreamt. Das ist wieder eine sehr geile Länge eigentlich. Ja. Hat den Todschrei, ja Mann. Ja Mann. So, kommt auf den Discord-Server, Leute. Link im Chat. So, jetzt kann man anscheinend Ordner machen. Ah ja. Man kann auf Discord jetzt Ordner machen, Leute. Krass, ne? Finde ich auch. Heftig. So, ja, komm gerne auf den Discord-Server. Rotschlumpf ist gerade gejoint. Moin, Bruder. Moin. Moin. Servus, moin. Ja, Leute, ich würde auch sagen, das war's für heute. Dankeschön fürs dabei sein. Falls ihr neu seid, abonniert gerne den Kanal. Hier kommen viele Mario Maker 2 Streams und Videos morgen zum Beispiel. Liked den Stream, falls es euch gefallen hat. Daumen hoch, Leute. Folgt mir auf Twitter, Instagram, Discord-Server. Alles in der Beschreibung, Leute. Hauptchat, Leute. Haut rein, Leute. Das war's für heute. Dankeschön fürs dabei sein. Gute Nacht, ihr Toads. Gute Nacht. Haut rein. Bye. Euer Pius ist jetzt weg. Katja hören. Lull. Katja. Ich hoffe, du enttäuscht mich nicht mit deinem neuen Lied. Ich hoffe, es ist cool. Ja.